Ja, Dorf unterschreibe ich, ist schön da, aber wenn man, sag ich mal, jetzt ein bisschen jünger ist, sag ich mal, 15 oder sowas, und man will, sag ich mal, die mit Kollegen irgendwie, sag ich mal, treffen und irgendwas unternehmen, da ist halt Dorf schon ein bisschen blöder, wenn man, sag ich mal, irgendwo in der Stadt hin will und da fährt ein Bus jede 2, 3 Stunden nur, so ein bisschen blöd. Oder auch gut, manche Dörfer sind nicht betroffen, aber viele in Deutschland, halt auch nur scheiß Internet. Aber ich bin froh, dass ich generell eigentlich nicht in der Wohnung leben muss. Weil wenn man jetzt nicht aus diesem Haus hier raus muss, haben wir schon so gemacht, dass wir halt 2 Tiny-Häuser bekommen. Und ich bin so froh, weil wie sich so auch die Nachbarschaften heutzutage entwickeln. Damals war es ein Geben und Nehmen, ne? Von der Nachbarschaft her. Einer hat mal laut Musik gehabt, der eine hat drüber weggeschaut. Und dann, sag ich mal, am nächsten Tag war es mal andersrum. Und es halt zum Beispiel mal mit Lagerfeuer machen, dass da mal Stunk hat oder sonst was. Halt ein Geben und Nehmen. Und heute machst du eine Sache falsch, bist du sofort für jeden der Buhmann, du wirst sofort angegafft, angegangen und die Polizei steht vor dir vor der Haustür. Da ist wirklich einfach nur so eine scheiß Nachbarschaft. Was? Was? Die Inzidenz ist schon bei 70, die Zahlen steigen wieder. Und weil der Herbst vor der Tür steht, wird es leider mehr. Was? 6 Familienhaus, 95 Quadratmeter, genau. Eine natürlich ein eigenes Haus hast, das ist natürlich cool. Ja, aber hier, jetzt habe ich auch so eine Sache bei den Tagesinzidenzen. Ganz Deutschland mal 14.000 an einem Tag, mal nur 11.000 und so. Ja, das geht ja schon seit fast 2 Jahren so. Müsste sich denn nicht rein theoretisch schon denn jeder Deutsche sich mit Corona angesteckt haben, wenn Tag, wirklich tagtäglich in 24 Stunden so viele Leute in ganz Deutschland sich anstecken? Müsste eigentlich auch nicht schon passiert sein? Irgendwie. Ja, deswegen ja. Ja, Tiny Häuser reicht doch. Ja, also wir haben es ja auch so gemacht, wir kriegen von den Nachbarn, der ist ja nebenzeitlich Vermieter und so, ein Grundstück. Darauf stellen wir uns 2 Tiny Häuser mit einer Garage. Die Tiny Häuser haben eine schöne Klimaanlage, werden Solarzellen auf dem Dach bekommen, haben Bad, Küche, alle drum und dran drinne. Alles, jedes Fenster ist mit elektrischen Rollos versehen. Also, Außenbeleuchtung haben die Dinger ja hoch, dass man da so eine Terrasse sich zusammenzimmern kann. Boah, dann stellen wir uns dort dann auch nicht später den Whirlpool hin, den wir jetzt aktuell bei uns hier auch stehen haben. Die Solarzellen pro Dach liefern Dings hier. Was waren das? 9 Kilowattstunden täglich. Bei Sonne. Oder 9 Kilowatt oder war es 19? Genau, 9. 9 Kilowatt. Das reicht aus. Ach, Jesus, ich habe hier was am Finger. Nicht Ist wundern, ich bin Hallo. nebenbei hier. Oh, Jorge. Jesus, wie ich es immer so schön sage. Grüße dich. Ich muss hier gerade meinen Finger hier Jesus. hupeln. Auch vor allen Dingen, ne, wenn es soweit ist mit den Tiny Häusern, bin ich wirklich immer noch am Überlegen, wie ich es mit meinem Philips Hue mache, gell? Wieso? Ja, so ein Tiny House ist schon etwas größer als eigentlich immer als in mein Zimmer hier. Und dann ja, muss ich dann noch deutlich am Philips Hue nochmal nachrüsten, Tun was dein gut Philips ausgeleuchtet werden soll. Und Hue, das wird ein bisschen teuer. tun dein Die Philips Preise Hue, gehen ey. immer steil weiter auf bei den Dingern. Es reicht doch eigentlich auch mal eine normale LED-Leiste, war es okay? Normal die Leiste und dann zusammengepaart mit Philips Hue ist gar nicht so gut. Dann hast du 1000 Fernbedienungen irgendwo liegen und so. Bei Philips Hue habe ich Ja, quasi es einfach gibt doch mit dem sicherlich auch. Telefon und fertig ist die Sache. Ich hoffe, ach, ich sag mal so, es gibt doch sicherlich auch was anderes, was billiger ist als Philips Hue oder ein Nebenhersteller oder sowas, die Na, das das ist genau ja dasselbe dieses Produkt haben. Goof-Zeug, aber das ist mit Philips Hue wieder nicht kompatibel.
Ach so. Ne, dann lässt doch Aber einfach das Zeug, was du davon jetzt so halte ich auch hast, nicht und so viel, fertig. von dieses Goof-Zeug. Davon halte ich nicht viel. Ich hab hier jetzt einen Finger. Hoffe, mein Betrieb wird nicht. Hey! Aber vor allen Dingen, das Geile ist bei den Tiny Häusern, was unser Mieter halt herstellt, so, gell? Ist wirklich ein komplettes Badezimmer mit Dusche, mit Badewanne, mit Waschmaschine. Was ich mir vorgegeben, ist halt die eine oder andere Wohnung noch nicht mal. Und dann hast du immer noch genug Platz in dem Badezimmer, dass du da, keine Ahnung, wohnen kannst, sag ich mal, Liegestütze machen kannst, sonst was. Bei manchen Mietwohnungen hast du ein Waschbecken, Waschmaschine, Badewanne oder eine Dusche da und da kannst du dich vielleicht nur um die eine Achse drehen. How's it going? Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich schreiben wollte. Fuck! Ach Mann, ey! Aber das Einzige, was bei den Tiny Häusern nicht ist, was der Nachbar ist, dass war, dass er beim Bad keine Fenster drin sind. Aber da lässt sich bestimmt was machen. Dass ich da auch noch ein kleines Fenster sich irgendwo drin bauen lassen könnte. Ich finde wirklich schon in einem Badezimmer muss schon ein Fenster sein zum Lüften. Immer wenn man baden war oder so, dass man gut die Feuchtigkeit auch rausbekommt. Sowieso, wenn du zum Beispiel einen Lüfter drin hast, dann saugt der Lüfter die ganze Feuchtigkeit ab, ist doch noch Ja, viel geiler Lüfter, gerade. aber dann hörst du das ganze Zeit dieses scheiß Lüftergeräusch. Ja, aber ja gut, die neuen modernen Lüfter, die hörst du gar nicht mehr, die saugen den Scheiß. Gerade wenn du mal schön scheißen gewesen bist und hast einen ordentlichen Bretterschiss gehabt und der Lüfter ist an, zieht der Dunst gleich weg, so hast du den Scheißstank die ganze Zeit in der Bude drinne und kriegst du ewig nicht raus. Erst wenn mal Lüftchen kommt. Wenn es mal windstill ist oder so und du machst alle Fenster auf, ja, dann steht die Scheiße drinne. Ja, und dann, was machst du dann, wenn es gerade mal an der Tür klingelt? Und jemand steht da, irgendeine wichtige Person zum Beispiel, oder du hast mal eine Freundin und die kommt vorbei. Sowas ist dann schon wieder leicht unangenehm. Keine Ahnung, also jeweils zum Beispiel hier beim Großhaus verkaufen mussten, war hier ein großes Fenster im Bad. Wo wir hier jetzt hier im Haus sind, gibt so ein schönes großes Fenster und das den Licht, was du da, also das Licht, was du da reinbekommst oder sowas, ne? Ist auch geil. Vor allem, wenn noch der Sonnenuntergang kommt und du nimmst da ein Bad und die Sonne scheint dir schön ins Fenster. Ja, das ist geil. Deswegen. Kostet so ein Tiny House? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also normale so glaube ich irgendwas mit 100.000 oder sowas. Aber er stellt es ja richtig selber her und so. Ja. Da geht man deutlich günstiger. Ich frage mich immer noch, wie man es mit dem scheiß Internet macht. Weil da, wo die hin sollen, wenn es soweit ist, ist nichts verlegt. Entweder verlegt man da was irgendwie mit Kooperation mit 1 und 1 oder sowas, wenn die überhaupt sich sowas einlassen. Weil man holt sich dann einfach Starlink, wenn das hier in Potsdam funktioniert. Kabel. How's it going?
WTF. Das habe ich auch gleich gelöscht. Dennis? Was willst du, das Spiel überhaupt gleich nochmal zocken oder so was? Ich weiß es Hast gerade du hier schon nicht. was? Ich wollte eigentlich einen anderen Livestream noch machen, ja, aber Hier. irgendwie bin ich jetzt so hier im Thema Schreiben auch hängen geblieben, Hey! nebenbei noch. Ja. Fahrzeug liefern. Und wir kaufen hier. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt zocken soll. Ey. Ich Mann. habe so viele Spiele drauf, aber auf keinen Bock. Also ich Ja, habe ich weiß ja nicht, ich war mal kurz eine andere Thematik in den Raum gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr auf meinem DS-Garagen-Account mal geschaut habt. Ich habe da vor 2 Tagen ein sehr interessantes Video hochgeladen. Ja. Wo ich mal völlig mal, ich will jetzt nicht sagen, die Sau rausgelassen habe, aber mal völlig mal lost war und mal völlig. Weil Dennis, völlig einer an der Lampe hatte. ich habe jetzt mal nachgeschaut. Ich habe wirklich 59 Spiele auf meinem Playsee drauf, gell? 59. Auf Und? gar keinen Bock. Gar keins. Gar keins. Bus. Ja, da kam Wir gerade Need ein for Bus. Speed. Sehen Sie da den Bus? Welchen Bus? Den Bus, den Bus. Ja, aber da kam. Ach du blöder Penner, Mann, Ach mein so, Schaden. Sie meinen diesen Bus. Ich guck mal, was auf Disney Plus gibt. Geht doch eh nicht. Keine Ahnung. Zum Beispiel gestern und Was? heute habe ich Aber mir wenn die drei du Iron das Man mit Filme einer hier Frau reingeballert. abbezahlst, wenn ihr beide gut verdient, dann geht das eigentlich. Ja, du darfst aber nicht vergessen, Razzanli, du darfst ja, musst ja mal so denken, was ist zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, so eine Situation, die jetzt so kommt, Corona. Du kannst nicht arbeiten, sie kann nicht arbeiten. Wer zahlt dann das Haus? Was passiert mit dem Haus? Wie zahlst du die Raten? Du musst ja auch immer so irgendwie denken. Was ist, wenn es irgendwann mal nicht mehr so geht? Jetzt muss ich zweimal dasselbe Auto an einem dieselbe Adresse liefern, hä? Also die Sache mit Hauskauf ist so, wenn sie wirklich eins holen will, sollte man es so schnell wie möglich, sag ich mal, holen, weil die werden immer teurer. Und man sollte Ja, halt auch nicht nicht nur die das. Finanzen aus dem Auge lassen. Ich würde wetten, das Haus, was wir damals verkaufen mussten, ist jetzt das Doppelte wert, wette ich mit dir. Das wette ich sowas von mit dir. Aber generell ist mit die Wohndings da Mieten und so, wie es alles so teuert, auch so viel verschulden von der Politik. Mietendeckel hat gar nicht kaum was gebracht. Dann ist er weg und wie die Preise dann wieder explodiert sind, also noch höher. Er ist halt fast von vorne und hinten nicht, ey. Und zum Beispiel habe ich ja auch letztens erst gesehen. Rentners, ne? Zum Beispiel auch Frührentner, die wegen einer Krankheit, nicht mehr arbeiten können. Ja, mit 600 € Rente abgefertigt. Für 600 € kannst du dir ein Leben in Deutschland nicht mehr leisten. Die mussten nach Bulgarien auswandern. Muss man sich erstmal geben. Ja, aber zur Uni, aber mit den Sparen auf dem Haus ist auch nicht mehr so das Wahre. Das habe ich mal jetzt 200.000 € schon gespart. Und ja, die Bank haben heutzutage ja Minuszins. Also von 200.000, das ist 0,5% jedes Jahr sein. Und was sind 0,5% auf, sag ich mal, 200.000? Wenn wir grob sagen, 800 € oder sowas. So ein bisschen scheiße, würde fürs Sparen
im Arsch getreten. Warum wir Amerika auswandern? Boah, bei ihr. Warum wir jetzt eigentlich nach Island auszuwandern? Weil Island, da ist sowieso die Sprache Deutsch. Island ist eins mit dem besten Internet, was es wirklich so gibt. Was ich da in so einer Doku schon gesehen habe. Und da ist zum Beispiel Steuererklärung und wird alles automatisch gemacht. Bekommst du ein Kind, ne? Wird es im Krankenhaus sofort schon registriert, dass du ein Kind hast? Und wenn du willst, hat es dann sofort schon einen Kindergartenplatz, ohne dass du einen Finger krumm machen musst. Und zum Beispiel was die Versicherungskarte, Personalausweis, Führerschein und so weiter und was für Karten, hast du auf eine ID-Karte drauf. Also, was da Island angeht, ist wirklich, wirklich deutlich, deutlich fortschrittlich. Und vor allem, man muss keine neue Sprache lernen. Und Island ist eigentlich auch ein schönes Land. Ja, aber dann muss ich auch so überlegen, ne? Du musst nach Bulgarien auswandern, weil du es in Deutschland nicht leisten kannst. Aber hast Enkelinnen und sowas alles in Deutschland, die ich natürlich besuchen wollen. Aber die können sich halt nicht leisten, sag ich mal, jeden Monat oder sowas mal zu dir zu fliegen. Oder auch andersrum. Das ist ein bisschen blöd. Generell die Rente, wie sie es da besprechen. Oder was sie kommen soll bis 70. Ich frage mich, welcher Handwerker soll bis 70 arbeiten? Also handwerkliche Tätigkeit machen. Wie? Gibt es noch andere Wege zu sparen? Hä? Also denn hier in Deutschland ist wirklich so, ist also meistens so, Deutschland Ach hat eigentlich das nee, wegen dem schlechteste Haus. Internet der Welt. Nee, wegen dem Haus. Häuser sind sehr teuer geworden. Ja. Dafür müsst aber auch in der heutigen Zeit erstmal die richtige Person finden, mit der du das überhaupt machen kannst, mit der du überhaupt sagen tust, ich möchte mit der Person ein Haus bauen, zusammenziehen, etc. pp. Wenn man sich mal heute in den Beziehungen umguckt, da mal ein halbes Jahr, da mal ein halbes Jahr, dort mal ein bisschen was, da mal ein bisschen was, da mal wieder getrennt, dann hat der da eine zweiwöchige Beziehung, da wieder eine Beziehung. Ach, die haben sich getrennt. Wo gibt es heutzutage noch so eine Beziehung, sage ich jetzt mal so, wie hier, ne? Wo man sagen kann, okay, es gibt noch ganz, ganz selten Leute. Oder ich sage es jetzt mal, Beziehungen, die länger wie 5 Jahre alt sind. Also, wenn du mal jemanden kennenlernst oder so, oder mal jemanden dich mal unterhältst oder so und die sagen, was? Du bist schon 5 Jahre mit einer Freundin zusammen, dann ist das schon ein Weltwunder, dass es jemand 5 Jahre lang mit ein und derselben Person ausgehalten ist. Früher war das Standard gewesen. Früher haben sie sich gesucht und haben sich auf Deutsch gesagt gefunden. Ne? So, und dann hat der eine und andere zum Pass. Dann haben sie, sage ich jetzt mal auf Deutsch gesagt, geheiratet und dann, keine Ahnung, waren sie 20, 25 Jahre lang zusammen. Oder sogar noch länger. So, heute findest du solche Sachen gar nicht mehr. Und dann stelle ich mir die Frage, wozu soll ich ein Haus bauen? Weil wenn es dann doch dazu kommt, steht der Mann immer dann auf Deutsch gesagt eh mit einem Kamm in der Tasche da und ist dann der Buhmann, weil die Frau auf Deutsch gesagt dann wegen Kindern das Haus bekommt etc. pp. In den meisten Fällen ist es so. Aber es ist immer so, wie viele, oder wenn es dann doch zur Trennung kommt, wie oft wird dann halt der Ex-Partner immer wieder in die Scheiße getreten, anstatt zu sagen, hey, pass auf, cool, wir sind zwei erwachsene Menschen, es hat halt einfach nicht mehr gepasst, fertig. Und sich trotzdem noch so halt ganz normal unterhalten kann, gerade wenn man Kinder hat oder so. Das gibt es in vielen Fällen gar nicht mehr. Ganz, ganz wenige Bestandteile, die sich nach einer Trennung noch normal unterhalten können, wo normale Klärung da ist, zwecks Kinder oder wegen Wertgegenstände oder halt zum Beispiel solche Sachen wie ein Haus. Dann geht's dann los, ey, nee, das ist mein Haus, ey, nee, das ist mein Haus, dann geht's Gezicke los, Stresse los, oh, ich rede mit meinem Anwalt. Das ist alles totaler Bullshit, ne? Oder So, auch zum und Beispiel. wenn dann doch beide zum Beispiel im Grundbuch drinstehen, jetzt der Mann und die Frau, dann geht es ja dann auch wiederum los, ja, wer kriegt das Haus, wer kriegt das Haus nicht? Und erstmal Moin, Moritz 20, wer kriegt das Haus, wer kriegt das nicht Haus, was ist, wer hat Anspruch dran und so weiter und so fort. Ich meine, machen wir uns irgendwo nichts vor, aber du findest heutzutage schwierig noch Leute, mit denen du irgendwie sagen kannst, okay, ich mache mein Ding. Ne, es gibt immer irgendwo dann wieder einen, der. Nein, das ist. Oder was ich auch
komisch finde, gell? In Deutschland. Du willst dir, sag ich mal, ein Haus kaufen, gell? Was, sag ich mal, grob 100 Quadratmeter hat das Haus. Ja, ist halt alleine schon fürs Grundstück mehr als 100.000 Euro ohne Haus, ja. Und das Rentnerpaar, was in Bulgarien ausgewandert ist, das haben bezahlt für ein Haus, was 100 Quadratmeter hatte. Es war quasi jetzt nicht in den allerbesten Zustand, Wie viel aber in einem war's? guten Zustand, ja. Und haben ein Hektar großes Grundstück. Boss, Was haben sie dafür den bezahlt? Haus. 15.000. In Deutschland kannst du da 2, 3 Nullen hinterherhängen, dann hast du da den Preis. Na, weil die Grundstücke generell, genau, die Grundstücke, das Teure ist, also das Grund und Boden. Wenn das Haus auf deinen Namen ist, dann bekommst du das sicher, kommt die Frau das sicherlich nicht. Ja, Moment mal, da muss ich mal kurz einlenken, weil du das gerade geschrieben hast. Wenn zum Beispiel Kinder oder sonstige Sachen im Dings da drin stehen hast, da hat die Frau auch gewisse Rechte. Dann müsste theoretischerweise, wenn der Mann jetzt sagt, pass mal auf, das Haus läuft auf mich, so, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Meistens werden sowieso mal meistens in vielen Fällen beide eingetragen, weil, gut, je nachdem, wie du es dir kaufst, ne? Oder halt im Grundbuch oder Grund, wie sich das nennt, ja, Grundbuch nennt sich das, glaube ich. So, dann hat die Frau, sage ich jetzt mal, beispielsweise den Kindern, zum Beispiel Anrecht, zum Beispiel auf, wenn du dich jetzt trennst, wie hängt das, glaube ich, Unterhalt. Dann muss der Mann der Frau quasi dafür, dass er jetzt zum Beispiel in dem Haus nicht ist, ich glaube, das war irgendwie mal so eine Thematik, muss dann, glaube ich, dafür für die Wohnung zum Beispiel dann Miete zahlen oder irgend so ein Blödsinn. Also wenn sie noch nicht geschieden sind. Selbst wenn sie, glaube ich, dann geschieden sind, bis zu einem, glaube ich, ein Jahr oder 2 Jahre, bis die Trennung, bis die Scheidung durch ist und so war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall, das ist doch so. Dann würde es ja theoretischerweise ja auch dann wieder losgehen. Da gibt es dann auch wieder Zoff, Theater, Stress. Klar stehst du vielleicht im Grundbuch drin, aber dann hat die Person aber schon wieder andere. Das ist ein Hin und ein Her. Ja, das Schlimmste ist, ne? Wenn ein Haus, ne, zum Beispiel deine Oma gehört, stirbt. So, ja, werden sehr schnell Familienmitglieder zu deinen schlimmsten Feinde. Weil man Ja, sagt gerade so. das ist ja gerade das, was ich meine, ne? Wenn du dich da mal umgucken tust, den anderen, ich will jetzt nicht irgendwas Falsches sagen oder so, da ist der Zusammenhalt immer da, ne? Da ist selbst der Zusammenhalt bei Fremden da und dann bei den eigenen, in der eigenen Familie meistens, oder sage ich jetzt mal in 90% der Fällen, ist totaler Stress, Streit, ne? Beste Beispiel, bei mir ist das ja nicht anders, ne? Der eine Bruder will vom anderen Bruder nicht wissen. Ne? Es sind aber alle aus, auf Deutsch gesagt, aus einer Fotze gekommen. Alle dieselbe Mutter. Ne? Ich meine, so und. Ne? Aber jeder hat so auf Deutsch gesagt, so den Egoismus und sagt, warum soll ich mich bei dem melden? Ne? Warum soll ich mit dem reden? Warum soll ich mit dem da irgendwas machen? So, und so ist es auch in vielen anderen Familien. Oder was er angesprochen hat, wenn es zum Beispiel jetzt irgendwas Erbemäßiges gibt, dann geht es natürlich die Raffgier los. Warum kann man dann nicht irgendwie so gerade unter Geschwistern oder wie auch immer oder unter, sage ich jetzt mal, den Familienangehörigen eine klare, normale Regelung finden? Warum muss dann immer so ein, sage ich jetzt mal auf Deutsch gesagt, ein gerichtlicher oder sonstige Sachen, Regelung stattfinden über irgendwelchen Kram? Ne? Ich meine, ich glaube nicht, dass das, sage ich jetzt mal zum Beispiel, das Erbe beanstandet haben, also die das sagen, pass mal auf, der Bruder bekommt zum Beispiel das. Also ich sage jetzt mal die Großeltern in der Form oder die Oma, Opa, was weiß der Geier, sage ich jetzt mal so. Die wollten sicherlich nicht, dass dann halt da irgendwie Stress untereinander gibt. Das verstehe ich immer den Inhalt nicht, warum man sich da nicht irgendwie auch kurzschließen kann und es immer wieder Streit untereinander gibt. Wie, ey Mama, der hat mir das Spielzeug weggenommen, ne, wie so kleine Kinder im Sandkasten, der hat mir das Schaufel schon genommen, der hat mir das weggenommen, der hat mir dies weggenommen, und so, und, ja. Wir sind Thema Haus.
Ja, bezahlst du eine bestimmte Summe an Unterhalt, ist richtig so. Du vergisst aber nicht, wenn du dann auch noch Kinder hast, die Kinder musst du ja dann auch noch mit Unterhalt versorgen. Ne? Also der muss ja dann auch noch sagen, pass mal auf hier, ne? Umso älter die Kinder werden, umso höher wird ja dann an demzufolge auch der Unterhalt. So, da ist ja nicht so, dass du mal sagen, du sagst, auch hier Kind hast du mal 5 Euro. Ne? Das geht ja dann schon in den mehrstelligen Bereich dann halt einfach rein. Ratz auch nie, würde ich nicht so sagen. Auch wenn das zusammen halt groß ist oder sonst was. Irgendwas mit großen Erbschaften, denn weil dann wirklich der Liebste dir in den Rücken fallen. So, und Das gerade nicht von den noch Leuten, passieren, aber solltest du damit rechnen, sag ich mal. wo man es nicht rechnet, gerade sind das die Leute, die dir dann auf Deutsch gesagt das Messer im Rücken jagen und entweder vor dir oder hinter deinem Rücken irgendwelche Scheiße. Ich meine, ich habe es nun am eigenen Leib selber genug gespürt. Den Leuten, denen du quasi Sachen anvertraut hast, denen du Sachen, ne, die wo du gedacht hast, ach, pass auf, für den würde ich meine Hand ins Feuer legen oder für die. Das waren genau die Leute gewesen, die da dann in den Rücken gefallen sind, wenn es mal hart auf hart gekommen ist. Du hast halt einfach heute keine Gewissheit mehr, ob dich irgendjemand, auf Deutsch gesagt, verrät oder irgendwie in einer gewissen Art und Weise für dich da ist oder so. Ne, es geht ja schon los mit wer ist denn untereinander heute noch da? Wenn du irgendwie mal auf Deutsch gesagt jemanden an deiner Seite hast, sei jetzt kumpeltechnisch oder sonst irgendwas, geht es ja immer nur dann darum. Ja, wenn ich dir jetzt dafür helfe, dann aber das und das und das und das, ne, dafür das und das, das. Man muss immer eine Gegenleistung dafür erbringen und nicht. Ich hoffe, man versteht das, was ich sagen möchte. Ne, ich meine, früher war das so, ne, ach komm, macht man mal, dann laden wir euch mal dann mal ein, ne, als Dankeschön und da war gut gewesen. Nein, heutzutage. Aber wenn ich dir das und das und das mache, dann musst du mir das und das und das geben oder das da. Oder wenn man da irgendwas nicht so richtig nach der Nase von der Person läuft, kriegt man das immer wieder auf die Füße geschmiert. Ja, wenn ich das nicht für dich gemacht hätte, hättest du das nicht, du, Punkt, 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 und hast du nicht gesehen. Da stelle ich mir dann auch mal die Frage, wo liegt denn hier der Sinn der Gerechtigkeit, ne? Ich meine. Ja, oder auch mit der Gerechtigkeit, gell? Hier. Mein Onkel, ne? Der hatte ja von unserem Haus, ne? Das waren quasi zwei Häuser. Ein Teil von dem Haus quasi, was nicht mehr anbaut war, war meine Oma drinne. Und in dem großen Haus waren wir halt drinne. Also ich und mein Vater. Und da hatte ja halt der Onkel einen Schlüssel gehabt für die Oma, dass er da mal rein kann, wenn was ist und sonst was, ja? Well, at least they Und know not to die hat mess ja with us schon meinen anymore. Maybe Erbschaftszettel that will geschrieben, weil bring sie in the wusste, cool dass er nicht mehr kids. wiederkommen wird, wenn sie im Krankenhaus geht. Hat den schon mein Vater gegeben und mein Vater hat den erstmal verschwiegen, ne? Und hat immer wieder gesagt, ich habe noch keinen Erbschaftszettel gefunden, gell? Und was haben denn regelrecht manche Nachbarn berichtet? Dass der, wenn ich und mein Vater nicht da waren, dass der Onkel öfters mal da war und dann in die Bude von meiner Oma gegangen ist. Warum war er denn da drinnen? Da ist doch nichts mehr. Warum denn? Um wahrscheinlich die Scheißzettel zu suchen und zu vernichten, dass der ja mit abkassieren kann. Mit Gesetzeslücken und bla 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 hat er sogar noch Lücken gefunden, wo er sich schöne paar Prozente einkassieren konnte. Also mein Onkel, der Bruder von meinem Vater. Ja, das ist das, was ich ja gemeint habe. Dieser gegenseitige Zusammenhalt oder generell ist halt einfach nicht da. So, man, der eine kratzt der anderen Katze die Augen aus. Also ich meine, das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Was meinst du damit von Kultur zu Kultur unterschiedlich? Bernd, Hallöchen, grüße dich, moin, moin. So, kommt Leute, haut mal hier ein paar Likes raus, hier, der noch nicht geliked hat, hier. Und vor allen Dingen, er ist noch so. Und schreibt mir auch gerne mal eure nächsten Video-Ideen in die Kommentare, also von was ich Videos machen soll, dass ihr immer wieder mal ein bisschen Aktivitäten herrschen, dass ihr immer wieder auch videomäßig aktiv werdet, nicht nur Livestream oder so. Könnt ihr mir ja gerne mal reinsaften. Ach, die Maddi hier. Und vor allen Dingen, ne, wenn bei den Onkeln, ne, irgendwas, sag ich mal, in den Dings, die nicht mehr im Blut ist, ne, hätte man ihnen natürlich geholfen, hätte er ihn nicht verraten. Aber er wollte es ja unbedingt. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Es ist halt grundsätzlich kein Zusammenhalt, egal in welcher Hinsicht mehr da. Also, da kannst du nehmen, was du willst. Also, von daher, die Insel. Was denn für eine Insel, Bernd? Ich rede jetzt nicht nur grundsätzlich von GTA, sondern allgemein.
Vor allem das Lustige ist noch, na gut, Lucy ist eigentlich nicht, die Oma denn gestorben ist. Ja, ist halt ja viel, viel behördlicher Krimskrams und Papiere, ja. Hat denn auch der Onkel zu meinem Vater gesagt, hier kannst du mir mal hier 50 Euro geben oder hier mal 100 Euro, ja. Dass er sich Papiere beantragen kann, ne? Da hat mein Vater mal gegeben, ja, und es sind nie, nie irgendwelche Papiere angekommen bei so einer wichtigen Angelegenheiten. Nie. Ja, sind dann verschollen. Aber meistens sind auch die Ämter daran schuld. Die GTA-Insel ist doch schon sowas von ausgenuggelt und gibt es doch schon millionenfach Videos. Warum soll ich darüber Videos jetzt noch machen, Bernd? U-Boot-Mission machen? Ja, könnte ich machen. Steady? Oh, müsste ich ja noch Ja, jemanden. Steady. Ich bin, heißt ja Alles? nicht Steely, Alter. Ich. Ja, wieso solltest du Videos von der Insel machen? Ist auch ausgelutscht. Dennis, mach jetzt mal ein Video von den Backup-Menü von der PS4. Na, Moment mal, weil PS4 ja die meisten Leute interessiert. So, und viele Leute ja auch diesbezüglich PS4-mäßig irgendwie, Ja, aber ne? davon kommt gibt's auch schon 100.000 Videos, Ja, aber deswegen, das war das nicht so ein ist Spaß. doch genauso wie das PS4-Reinigungsvideo. Das Reinigungsvideo habe ich damals für ein paar Leute gemacht, die ja diesbezüglich damals dieses Slim hatten und mich da damals in Livestream und Co. gefragt Ja, hatten. damals ist damals, da gab es ja halt noch nicht so viele Videos davon, Na, da gab doch, es doch, doch, vereinzelt doch, aber doch, nicht so doch, viel doch, wie doch, doch, heute doch, von doch, doch, Menü doch, und doch, so. doch. Doch, 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 doch. Was glaubst du wohl auch nicht? Es gab da schon einige Videos. Es gab Videos schon, da kam die Playsee raus. Da waren ein paar Monate später schon das erste Video drin. Okay, und soll ich jetzt Anleitungsvideo machen, wie man einen PS2 am Fernseher anschließt? Könntest du machen. Was? Du wirst lachen, aber die dümmsten Sachen. Ja. Oder soll ich auch ein Video Genau. machen, wie man in der N64 so ein Spiel da reinsteckt? Also dieses Kassettendinger da? Auch da wirst du lachen. Die heutige Generation weiß gar nicht, was das ist. Die kennen nur PS4 aufwärts. Die sagen, die kennen sich mit der PS4 aus, aber wenn du sagst, was ist eine PS2? Sagen die, ist das ein Brotbackautomat oder was? Oder was ist denn ein N64 oder ein Atari? Kennst du ein Atari noch, wo die Spiele auf dem Atari-Ding drauf war, wo du nur einfach am Fernseher ran, Batterien unten rein und Vor allen Dingen, meistens nur geschnitten, die ist nicht real. Mach mal die Insel live. Hä? Wie geschnitten? ja, vor allen Dingen, ging es hier bei TikTok, da ging es auch mal ein bisschen was um PS2 und so. Und da haben wirklich echt viele gesagt, eine PSP ist OG als eine PS2. PSP war früher da. Ich denke mir so, oh, leck mich doch am Arsch, sind die auf den Kopf gefallen. Oder auch die Aussage von manchen, es gibt keine Idea. PS1. Totaler Pumpuck. Da hab ich auch so gedacht, alter Falter, Na, das tut mir erst leid, wenn ich alter sowas Falter. lese. Oder wenn ich sowas höre, generell. Es ist ja nicht so, das ist ja, ne, ich meine, das ist ja nur eine Weiterentwicklung. Aber solche Sachen sind trotzdem halt. Na. Du hast halt. Lachen, aber es ist meistens so, dass die Sachen, gerade die, wo du es nicht rechnest, wo du denkst, ach, das kennt eh schon jeder. Gerade die sind dann vielleicht die Sachen, wo dann, ne? Ja. So, und zum Thema Oh, Insel, jetzt habe ich eine Idee für ein Video auf mein YouTube. zur Thema Insel, als das Update rausgekommen ist, habe ich zu diesem Thema Insel, habe ich auch mehrere Livestreams gemacht, wo ich auf der Insel Informationen gesammelt habe, wo ich auf der Insel dies gemacht habe. Aber wenn es halt wirklich interessant sein sollte, mache ich da ja auch mal was dazu oder so. So, und ich schneide meine Videos so gut wie fast nicht. Das ist ja gerade das. Aber selbst wenn ich mir die Mühe mache und mir irgendwas als Videoidee raussuche oder mache oder tue, schaut sie ja von euch keiner an. Und wenn, dann wird gespult oder ne? Wie viele Videos habe ich von irgendwas veröffentlicht? Da habe ich jetzt noch nicht, da ich jetzt gerade mal, wenn es hochkommt, 50 Aufrufe oder so. Ich meine, klar, ich meine, es interessiert sich nicht für jeder irgendwelches Spiel oder so, aber ja, man macht sich ja trotzdem irgendwo die Arbeit, euch irgendwo Content zu liefern oder irgendwie euch was zu machen. Abwechslungsreich, weil früher wurde sich ja am meisten beschwert, dass ich jeden Tag nur GTA mache und dass ruhig auch mal was anderes kommen könnte. Das mache ich jetzt schon seit längerem. Weil ich auch selber gar nicht mehr die Lust habe auf GTA die ganze Zeit nur. Hab so viele geile Spiele mittlerweile.
Ne? Ich meine, gut, The Last of Us habe ich mir jetzt zwar gekauft, aber bis jetzt noch nicht angefangen. Wenn du es anfängst, machst du nicht zu Ende. Ja. Ja, Just Cause zum Beispiel sind auch solche Sachen, die ich auch mal endlich weitermachen müsste und so. Aber wo ich dann auch einfach irgendwo die Lust verliere, weil ich merke, es interessiert gar keinen. Ne? Ich meine, es ist ja schließlich ja dann auch ärgerlich jedes Mal. Man versucht immer irgendwas zu machen und dann, ne, wenn ich ja GTA mache, was schon total 300 Millionen Jahre alt ist, dann, ja, naja. Das Thema, die Thematik hat mir das. Aber ich ärgere mich halt dann trotzdem jedes Mal, wenn ich. Denn jedes Mal, wenn ich mich irgendwie hinsetze, meistens ist es gut, manchmal ist es halt von einem Livestream irgendwas, was mir halt dann da währenddessen ich von einem Livestream aufgenommen habe und so, aber ja, irgendwie juckt euch das überhaupt nicht. Ne? Hä? So viele Mitarbeiter wurden erledigt? Ich habe doch gar keine jetzt erledigt. Hast du auch einen Mitarbeiter? Nee, ich habe jetzt gar keine Mitarbeiter erledigt, ich habe nur die Autos erledigt und die sind meistens kaputt gegangen. Hast du vielleicht ein Dings gehabt? Überfall-Dings da, wo du ausgeprobt wurdest, hast du nicht mitbekommen? Nee, Ich habe jetzt irgendwie richtig durch auf einen schönen Ayran-Mango, Alter. Hab Bock ihn da. was für ein Ding? Ayran-Mango. Was ist denn das? Salzige Milch mit Mango-Geschmack. Schmeckt gut. Das ist ja Das wie hier passt richtig gut sonst Kokosmilch. zum Döner. Kokosmilch, das ist ja. Wobei, das mit der Mission hier diesbezüglich, ich habe gerade eine so eine leere, schöne Sitzung. Mal probieren, denn das, die kosten hier 50 Cent oder so. So ein Becher, probier's einfach, schmeckt wirklich gut. Ich Durch hab ist gut mal. Geschmackssache, aber Ich Mango hab ist mal. geil. Ich hab mal. Ne, Mandelmilch war das gewesen. Mandelmilch mal probiert. Bah! Das hat nichts mit Bah! Mandelmilch oder generell zu tun. Ich hab einfach nur gerade gesagt, dass ich mal Mandelmilch probiert habe und das war halt totaler. Bullshit. Es kommen gar keine Kommentare mehr, oder was? Ach gut. Lol. Ja. Ja, Dennis, ich finde es auch immer wieder lustig, gell? Die Regierung setzt sich immer mehr ein Oh. für weniger Plastikmüll, ja? Strohhalme dürfen nicht mehr Plastik sein und. Habe ich hier gerade. Papierstrohhalm, Junge, der letzte Mist. Ja, jetzt kommt's auf TikTok. Wer jetzt regelrecht sich mit Werbung vollgespammt von einer Einweg-Shisha, ne? Das ist einfach Wie was? ein Plastikstab, gell? Wo du dreimal dran ziehen kannst, ohne, sag ich mal, jetzt eine Pfeife aufzubauen. Das Plastikstück kannst du dann wegschmeißen, gell? Digga, Ah so ein ja. Quatsch, Alter. Also, für was braucht man so einen Mist? Denke ich mir auch so. Und auch generell, diese Kühlchen, was du in den Zigarettenfilter machen musst, Ich oder hab keine kannst, Bilder. um Erdbeergeschmack zu haben. Digga, wenn man Erdbeergeschmack haben will, ne, dann frisst man doch mal Erdbeeren und raucht nicht. Eben. Das haben halt leider die vielen Leute vergessen, dass es auch so eine, solche Sachen auch noch als normales Obst gibt. Ne? Also. Oder auch generell diese Dingsgeschmäcker, zum Beispiel wie das Erdbeereis, was ich hier habe, oder Erdbeerkaugummis oder so. Die schmecken zwar nicht. Die schmecken nach Erdbeer, aber haben mit dem Geschmack von richtigen Erdbeeren gar nichts mehr zu tun, gell? Dass da auch der Geschmack ganz schön verfälscht wird mit so viel Zucker und sowas. Dass denn da halt die Leute kein Interesse mehr haben. Jetzt würde ich meinen. Ich will mein Dings wieder einlagern hier, mein U-Boot. Geht denn das? Haben wir ein U-Boot? Ich wollte mein U-Boot wieder einlagern, weil ich schnell wenigstens meine Lagerhäuser noch voll machen wollte, weil die habe ich ja alle verkauft das letzte Mal. Ach, hier wieder einlagern, hier, hab's gefunden wieder. ASP Atam. Für alle, juhu. Hä, was für ein Ding? Sammelst du die Kisten mit den Brandgeschützen? Und das wollte ich dann auch noch mit euch irgendwie machen oder so, oder halt mit euch Also ich angehen. habe ja heute eine Kiste eingesammelt, bin an einer zweiten Location gefahren, ja, wie es da in dem Video war. Und ja, da war es bei mir nicht. Und das Geile ist bestimmt, verschiedene Boote zu verschiedenen GTA-Zeiten, ist meine Vermutung. Und auf dieses Geschwitze habe ich gar keinen Bock. Ja, jeder halt hat anders.
Vetrix Ja, weil guck mal, so Mormon. eine Kiste 250.000 musst du, oder 200.000 oder 150.000, je nachdem, was es ist und so. Ja, und dieses Outfit, gut, dieses Outfit ist mega hässlich erstmal. Diese 200.000 da in eine Kiste, und da muss man drauf schwitzen auf der Kiste, das ist kein Geld. Weil ich Ja, es lieber, sag geht ich mal, da. von Izzy eine Kopie wieder und da habe ich gleich 2 Mille. Ja, es geht da wahrscheinlich nicht um das Geld. Aber es geht ja darum, dass du was in GTA zu tun hast, wahrscheinlich. Ja, aber denn, wenn man was in GTA zu tun haben soll, soll man was Interessantes reinbringen und nicht sowas. Mal hin, eine Kiste öffnet oder, sag ich mal, warten muss, bis irgendeine GTA-Uhrzeit ist und dann wieder dahin fahren. Das wäre zum Beispiel mal was, worüber ich mal ein Video eventuell machen würde. Aber ich weiß halt nie halt, interessiert euch das nicht. Weil das ist ja immer wieder bei der Thematik gerade eben. Ne? Ich meine, ich setze mich extra hin und mache irgendwelche Videos und größte Teil von euch, der hat was hochgeladen, interessiert mich nicht. Aber es gab öfters schon so viele Tage, wo ich einfach schon so oft drauf und dran war, einfach den Kanal zu löschen, dass mir einfach, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, dass mir einfach auf den Sack ging. Aber ich habe mir dann immer wieder gedacht, letztes Mal. Weißt du, was mit der Menschheit los ist? Wenn ich so vor ein paar Jahren noch dran denke, hat jeder, egal was hochgeladen hat, also Leute haben es geglotzt. Wenn es der größte Scheiß war, ich sage nur meine verrückt am verrücktesten Videos. Oh Mann. Kannst du dich daran noch erinnern? Jupp. Naja. Wenn du noch Drogen genommen hast. Los? Wiss? Hab ich nicht. Sicher? Sah Oh schon yeah. merkwürdig dort da aus. Atemlos durch die Nacht. Ich muss mal selber meinen Bullshit hier nochmal durchlesen. Na. Was? Commodore am Amiga 500 oder Amiga 2000. Commodore kenne ich glaube ich auch noch, aber dann das andere Ding, das kenne ich glaube gar nicht. Da bin ich gerade etwas überfragt, muss ich ganz ernsthaft sagen. Das ist bestimmt auch was Leckeres. Aber ja. Das erste, mit was ich angefangen habe, war halt mein Nintendo 64 damals. Dann Game Boy Color damals. Da warst du der King. Wenn Color Game Boy Color hattest. Mein Bruder hat aber noch den Schwarz-Weißen gehabt. Das war richtig geil. Hier mit gelber Pokémon-Edition. Das war was richtig Leckeres auf jeden Fall. Ja. Naja. Alle so wunderschöne Sachen hier, die man diesbezüglich. Bei mir war es wirklich als erstes, worauf ich gezockt habe, Dings hier, Snake auf dem Club-Handy und auf der N64.
Dann kam irgendwann mit der Zeit die PS2. Hm. Dann die Wii dazwischen. Und dann die PS4. Hast du auch nicht viele Konsolen gehabt. Was denn? Also, naja, Game Boy Color muss Was soll ich mit man. der PS3 zum Beispiel damals dort anfangen, wenn ich halt kein Internet zu Hause hatte? WLAN. Was soll ich denn da mit der PS3? Weil ich überhaupt Du der kannst da auch PS2 ohne. mit der schönen Story-Games oder wie mit der Wii? Naja, du kannst ja bei der PS3 ja auch viele Games in storymäßig zocken. Du brauchst ja nicht unbedingt immer Internet, sage ich jetzt mal so dazu. Aber Aber für die viele PS2 war schon Spiele. so ein Spiel, sag ich mal, so eine Konsole, wo wieder der Fokus, sag ich mal, auf Online war. Und heute ist zum Beispiel nur noch der Fokus auf Online, statt einfach schöne klassische Story-Games rauszubringen. Heute gibt es nur noch irgendwelche scheiß Shooters, irgendwelche scheiß Battle Royale oder irgendeinen Online-Scheiß. Statt einfach mal ein schönes Story-Spiel, was spannend ist, was geil ist und wo es nach ein Wochen Suchten immer noch nicht durch ist. Sowas braucht man wie auf dem Markt. Also war wahrscheinlich Heutzutage ist nicht mehr sogar ein so viel. Story-Spiel nach, sag ich mal, einen Tag Suchten schon durch. So Wenn wenig ich, also Inhalt. in meinem Und Fall wenn du nicht, mehr also ich. Inhalt musst du von die 60 Euro, die du fürs Spiel bezahlt hast, nochmal ein DLC-Pack für 15 Euro dazu kaufen, was damals als für 15 Euro in einem Pack war. Ja, das ist alles nur noch Geldmacherei. Die Industrie hat sich wahrscheinlich so viel daran verdient, dass sie denken, ach, naja, die wollen zocken, dann müssen sie das kaufen. Ansonsten haben sie nichts. Ja, zum Eigentlich Beispiel müssen Need for sie Speed gar Most nichts. Wanted, gell? Du kannst ja komplett durchspielen, ja, das ist die Story. Ja. Und dann hast du ja noch so eine, keine Ahnung, wie nennen sich die Aufgaben, die findest du ganz vorne im Menü, wo du zum Beispiel mal mit einem beliebiges Auto, was sag ich mal schon vorinstalliert ist, von den Bullen abhauen musst. In gewisse Zeit und so viel musst du gewisse zerstören, weiß nicht, wie die Aufgaben sich nochmal nennen. Ja. Wenn du alle durch hast, hast du ja die Corvette C6 von Alarmstufe 5 quasi geschenkt bekommen, ne? Und das damit durch die Gegend heizen. Ja, sowas musst du jetzt zum Beispiel. Für den heutigen Verhältnisse würde sowas heute in Need for Speed reinkommen, gleich mal 16 Euro abdrücken. Gar nichts von dem. Das ist alles Bullshit. Also Kajani-Panzer lohnt sich gar nicht, weil im Panzer geht ja, ja. Würdest du vielleicht MK2 ein paar genauso Mal, nicht. nachdem du den gekauft hast, dann steht er auch nur links in der Ecke. Der Luxo, was willst du denn damit? Das Ding ist lahmarschig wie ein Pottensau. Und MK2 kannst du für Missionen benutzen, aber ansonsten lass das Ding hochstecken. Und damit bloß nicht Leute abfacken. Wird aber zu 99% der Fälle genutzt. Ja, leider. Spar dein Geld lieber für was Ordentliches. Ich schätze, so einen Schrott zu kaufen. Ja, MK2 ist wirklich, wie sag ich mal, Missionen gut, zum Beispiel mit die Import-Export-Dinger da. Zum Beispiel mit die Spezialfrachten, das ist schon. Ziemlich gut, wenn zum Beispiel es knallt die Dings hier Valkyrie ab. Fährst du mit dem Auto hin und dann siehst du auch scheiße, die Dings hier fliegt da weg. Musst du nicht mal so schnell hinterher. Oder auch zum Beispiel hol die Päckchen vom Meer aus da. Das Also ist auch eine mein. Fummel, wenn du da mit einem Heli rumflattern willst. Ich hätte Oder ja auch, wenn du sag zwei. ich mal kein Heli fliegen kannst oder sowas. Da mit einem Boot ist auch. Beim. Boah. Bernd, ich will ja jetzt nichts sagen oder so, aber ich habe letztens erst mal zu Reddit einen Livestream gemacht. Vor 2 Tagen. Also nicht gestern? Nee, gestern, nee. Gestern habe ich nicht gestreamt und vorgestern auch nicht. Vor 2 Tagen. Backpfeifenkonzert, genau. ja. Ja, denn wie viele WhatsApp-Stories werden es eigentlich noch bei dir so? Oh, bestimmt noch etliche. Naja. Das, was ich da in Stories in WhatsApp reinballere, müsste ich mal irgendwo anders reinballern. Du kannst ja mal Kooperationen anfragen.
von WhatsApp kriegst du vielleicht Geld sogar davon, wenn sie Werbung dazwischen schalten. Ja, freilich. Ich könnte sie an Facebook teilen. Vielleicht auch auf Facebook dann oder so. Ich mach das Ganze wie die Insta. Na, guck mal, wenn du so manche Leute bei Insta guckst, dann denkst du da auch, was ist denn das los? Die teilen ja wirklich alles, was nicht bei 3 weg ist. Die teilen sogar, wenn sie das letzte Mal auf dem Scheißhaus waren. Boah. Also das ist mir dann auch schon ein bisschen zu heftig. Ja, ich habe auch manchmal bei TikTok, gell? Da macht einer zum Beispiel auch mal 10, 20 Videos am Tag. Und ich denke mir so, wenn ich mal eine gute Phase habe, wo mir viel einfällt, sind es vielleicht 2 Videos am Tag. Und dann manchmal monatelang gar keine Videos, gell? Ja, das geht mir auch so. Wenn ich mal eine Idee habe, dann haue ich mal ein paar Videos raus. Und dann, wenn ich wieder keinen Bock habe und ja. Und wenn dann das Lustige ist, wenn du zwei Videos am Tag hochposten, zum Beispiel ein Video, sag ich mal, um 12 Uhr, das ist immer große Lügen, ne? Oder einmal um 18 Uhr. Ja? Und egal welches Video, ne? Immer das zweite, was du am Tag postest, egal welche Uhrzeit. Also kein Aufruf oder sonst was. Aber die ganzen Leute, die auf immer von TikTok gepusht werden, die seit ersten Video millionenfach Aufruf haben, die kriegen das auch auf jeden Video, egal wie viel am Tag hochladen, ist auch so. Ja, natürlich, komisch. Das ist logisch, weil TikTok davon dann auch lebt. Ja, sag oder auch generell, gell? Ich lade ein Video hoch und meine eigenen Videos muss ich wirklich mit meinen 5 Text-Accounts alle durchliken und durchschauen, dass es überhaupt irgendwo mal bei einem empfohlen wird. 5 Text-Accounts? Hätte ich sogar noch mehr machen, ja? Und schon so oft passiert, ich habe Account zu Account gewechselt. Ich habe bei den Accounts nie was angeschaut. Nie folge ich da irgendjemandem. Aber wenn ich da hingewechselt habe, hatte ich automatisch auf der For You-Page. Und da waren immer wieder derselbe Typi da, ne? Wo ich den... Nee, versteh's nicht. Wieso wird immer derselbe Typi bei mir vorgeschlagen, obwohl die Accounts noch nie was geliked haben, noch nie was angeschaut haben? Wie soll das gehen? Außer dass ich meine Videos geliked und angeschaut, gell? Kann es denn bei denen immer dasselbe sein, was vorgeschlagen wird? Ich verstehe es nicht. Ja, Bernd, das sind zum Beispiel dann solche Sachen wie mit den Red Dead Redemption 2, würde ich ja auch sehr, sehr gerne Videos dazu machen, aber ich weiß nicht, guckt ihr euch das überhaupt an? Interessiert ihr euch überhaupt dafür? Ich habe schon so oft immer wieder gefragt, was ist, interessiert euch das nicht? Was würde ich mal gerne mal für Videos machen? Was interessiert euch so oder woran hättet ihr Bock? Oder gut, ist ja eigentlich dasselbe und also Bock ist ja eigentlich dasselbe, sage ich jetzt mal so. Aber wo ich auch gerne mal öftere Livestreams machen würde dazu. Aber immer irgendwie hänge ich dann da und ja, ich will jetzt nicht sagen, bin dann immer enttäuscht davon. Aber dann, ich ärgere mich dann immer so ein bisschen. Na gut, es soll ja eigentlich zum Spaß sein. Also ich habe ja eigentlich das ganze Jahr zum Spaß angefangen. Aber ich möchte euch irgendwie unterhalten und dann merke ich hinterher, okay, das schaut sich ja gar keiner an. Weil man macht sich ja da auch irgendwo eine Mühe und irgendwo investiert man ja da auch seine Zeit für sowas. Und dann hinterher zu sehen, okay, plus minus null, interessiert keinen. Weißt du, das ist... Plus minus null, Costa Quanta Arschritze, gell? Ich krieg Hunger gerade. Döner. Warte mal, ich muss mal kurz an den Kühlschrank gehen. Oder über eine leckere Pizza. Die Deutschen essen tonnenweise Töner. Ja, das stimmt. Weil
wie sein ganz normaler, sag ich mal, der arbeiten geht, sich noch um 18 Uhr in der Küche stellen und dann noch 20 Minuten nach 20 Minuten, sag ich mal, eine Stunde, 2 Stunden da irgendwas kochen. Wir auch noch was vom Tag haben. Da geht er lieber, sag ich mal, wenn er an der Arbeit Pause hat oder so, einfach zum Dönerstand, holt sich einen schönen leckeren, saftigen Döner und ist damit erstmal die nächsten Stunden pappensatt. Wenn mal eine Currywurst oder so ist, davon ist man nicht stundenlang satt. Boah, deswegen. Und dann, was kostet ein Döner? Auch wenn er mal teuer ist, 4,50. So eine Currywurst oder so, was kostet die manchmal? Die kostet genauso viel und dann ist man da lange nicht so satt davon. Also ich sollte sich auch nicht nur von Döner ernähren, sonst geht es doch wieder allein los. Und was hast du dir So. zum Essen geholt, Pfeife? Was ist? Und was hast du dir zum Mampfen geholt? Wie ein Salat zum Schütteln oder was? Ich wollte gerade sagen, schüttel mir den Salat. Ich habe den Kühlschrank aufgemacht, da kam mir der Salat rausgepurzelt. Da habe ich mich schon wieder Aha. daran erinnert. Da isst du wieder das Essen von meinem Essen. Man sagt immer, von Salat schrumpft der Bizeps. Von Suppe fließt er weg, gell? Ich habe Also mir, es Fleisch. also, hör, halte ich jetzt fest. Kurz festhalten? Wirklich, ne? Festhalten. Also, jetzt. Ich habe mir Gemüse-Nuggets geholt. Wie geht? Lecker. Dazu einen Muffin. Okay, das ist Dazu schon gut. Thunfisch in Gemüsedressing. Naja. Und dazu einen Joghurt mit Knusperflocken. Naja. Dazu habe ich hier noch so, die gibt es immer in Aldi zum Beispiel, so Teile hier, die ja, sind gefüllt mit so einer Tomaten-Mais-Sache. Also wenn das jetzt nicht pornös ist, dann weiß ich es nicht. Den Nuggets würde ich gegen, also die Obstnuggets oder was da ist, das würde ich gegen echte Nuggets tauschen. Das ist schon klar. Wieso, die sind voll lecker, Alter. Gyros. Gyros habe ich noch im Tiefkühler. Dennis? Was denn jetzt? Lieber Stream, hört alle Spielst du einmal heute kurz kein zu. GTR? Ja, das ist kurz. GTR? GTR, hä? So erstmal dunken. Hier guckt Leute. So, lieber Stream, lieber Dennis, hört mal jetzt alle genau zu. Gut, dass du sagst, das werde ich mal bei mir im WhatsApp-Status posten nochmal. Was ist das für ein Video? Was war das hier nochmal? Ja, mit dem Strohhalm. Okay, das war das. Aber kennt ihr auch schon das Video? Sieht man das jetzt, was ich hier tue? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich weiß, dass ich meine YouPorn-Seite noch linke. Das ist jetzt zum Beispiel was, das ist jetzt zum Beispiel was, was ich auf meiner TS-Garage mit veröffentlicht habe, solche Dinger. Oder kennst du auch das hier noch, Dennis? Nee, das musst du mich nochmal schicken. Das hast du wirklich nicht mehr? Ich weiß nicht mehr, ob ich das noch habe. Also das ist mit den Kiwi mit dem Pfeil und Bogen von Avengers da. Der so schießt. Habe ich das mit dir eingefügt? Das hast du wirklich nicht mehr. Ich weiß es gerade nicht mehr. Wie ist denn das? Also, wenn ihr wirklich mal was zum Lachen haben wollt, schaut auf meine TS-Garage drauf. Ich habe da jetzt vor 2 Tagen ein Video veröffentlicht gehabt. Das ist wirklich, kann man sich nicht angeben.
kann man sich nicht geben. Echt, also das ist. Die Leute, die das drunter kommentiert haben, haben auf jeden Fall. Der eine hat geschrieben, ich feiere es und so. Also es war sehr lustig. Sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Aber was war das hier nochmal im Video mit Rocket League? Achso, es war mein Video, was ich auf TikTok gepostet habe. Achso, okay. Na, du hast mir aber auch irgendwas mit Rocket League geschickt, daran kann ich mich noch erinnern. Alter, was war das nochmal für ein Video? Ah ja! Hör zu, das hat er mir mal auf WhatsApp geschickt. Ich denke nicht. Verdammt, ich will jetzt. Mach mich nicht. Verdammt, ich will doch. Ich will doch nicht. Ich will doch nur füllen. Ich muss kacken. Ich muss kacken gehen. Ich muss wieder. Ich will wieder kacken gehen. Was ist das denn? Was ist das nicht? Ich will doch nur kacken gehen. Oh. Nimmt mir wieder das ein? Ich wollte doch noch Klopapier holen. Oder nicht? Hä? Spielst du heute kein GTR, dein Kollege, der mit dir redet? Hä? Nee. Ich sag genau nicht so gerne mehr GTR. Achso, GTR, was soll das heißen? Weil er geschrieben hat GTR. So. Ja, er hat ja nur geschrieben, spielst du heute kein GTR? Ja, was ist denn damit gemeint? Da soll er auch dazu schreiben, spielt der Kollege nicht mehr Dings. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Jetzt finde ich das Video nicht mehr. Leck mich doch am Arsch. Ups. Du noch an. Was war denn das? Was war wo? Also. Mann, ich such das Video. Ich wollte das auch nochmal bei mir im WhatsApp-Status posten. Ah, hier ist eins. Welches denn? Warte doch mal mit dem Salat. Ja, das war das mit dem Auto, mit dem Auspuff. Soll ich mir den Salat nochmal schicken? Ich hab das noch. Irgendwo. Ey, nimm den Schwanz aus dem Mund. Ich esse. Hab Hunger. Ey, soll ich dir. Ey, das mit dem. Ja, das war doch geil. Fahren lernen mit. Drei rechts lang, macht auf. 50. Ach, hier ist es doch. Ja, fahren lernen mit so TV, gell? Mhm. Sorry, dass ich jetzt euch hier die Ohren voll schmatze. Aber, naja. Das war ein bisschen zu viel Hand. Ah! Geht das noch? Das heißt, ich glaube auch gerade nicht mehr auf meiner Dings drauf. Ja, schon am Energie schlürfen. Noch so drauf. Was? Das ist der Joghurt mit der Ecke mit was drin. Freilich. Mit der Milch drin? Mapper. Ich muss mal ein Video hochladen, wo ich ein paar Bumperbilder von mir zeige. Du kannst doch mal deine Badwanngeschichte mal verfilmen. Ja, nee. Filmen, gell? Oder wird es Top-Zeller im Kino? Da musst du dazu noch Bücher schreiben, Hörbücher machen, mit originalen Tonaufnahmen. Was war das hier? Oh Mann. Das mit der Lache. Sag mal hier, du hast mir irgendwas mit YouPorn geschickt. Hab ich nie verstanden. Hast du zwei Bilder eingepostet mit der Musik? Ja, weil du so hässlich aussiehst. Hast du ja nichts dazu geschrieben? Wollte ich nämlich eigentlich auch einen Status packen. Weisheiten mit SoTV. Ich muss das nochmal alles zusammenschneiden und bei SoTV hochladen. Na dann, wo ist denn hier mein Lieblingsvideo? Wo ich ja so völlig einen an der Melone hatte. Macht das wie die Video an, wo zum Beispiel du so komische Geräusche gemacht hast, ich hab's zusammengeschnitten, zum Beispiel meine Kettensäge und so was alles. Hast du das noch? Das müsste ich gucken, irgendwo habe ich das noch her. Oder soll ich es nochmal neu rumsenden? Ich noch mal rum. Ja, schick nochmal, es wird hier ganz unten sein, bis das jetzt alles durchgeblättert hat. Arschloch-Modus.
Geiler Status. Ja. Ich bin ja schließlich auch ein Arschloch, von daher. Ja. Ja. Du hast ja auch ein Arschgesicht, gell? Freilich. So wie die wie mich immer die Leute behandeln, muss ich ja ein Arschloch sein. Ja, du habt und ihr, so habt ihr, sieht er. habt ihr ja was erzählt dazu? Boah. Ja, ich So meine. wie Josenet. Bisschen schneller, ein bisschen zügiger hier. Schneller, Günther. Zügig, zügig. Schneller. Was ist denn jetzt los hier? Nur weil ich jetzt hier nichts mehr mache, gehen die Einschaltquoten runter oder was? Nur weil ich hier gerade am Speisen bin. Entschuldigung, dass ein Streamer mal was. Dennis, Dennis, nicht jeder steht auf Elefantenfütterung. Was heißt denn Elefantenfütterung? Ich brauche Nahrung für meinen. Für meinen Sport. Ne? Ja. Na egal. Wieso pisst denn das hier jetzt? Hä? Was ist denn hier los? Dennis? Mehr Schmatzen und Schlürfen bitte. Okay. Warte. 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 Kannst du haben. Bei mir auch. Vorher raus, bevor ich das Trinken unten hatte. Ohne heute zu schlucken, Dennis, zu verschlucken. Huch, jetzt kommt fast wieder hoch. Wieder klar. So. Was war nochmal mit mehr Schmatz und Schlürfen? Voll assihaft. Weil es jetzt schon gibt. Ja, so müssen wir jetzt Obi Weisheiten zu TV machen. Ich wollte den Kommentar. Mehr Schmatz und Schlürfen bitte. Und dann wir so. Ich wollte es gerade sagen. Pass auf, da wird nachher wieder Video draus entstehen. Ach Mann. Sind wir nicht geil? Schön doof, ja. Doofheit ist schön. Das hast du gesagt. Doofheit ist schön. Da kann man schön bumsen gehen. Doofheit ist schön. Jetzt sag doch mal, wer dumm fickt gut. Muss ich mal ausprobieren. Okay. Ja. Ey, weißt du schon das Neueste? Ich habe meine Bremsleitung angefangen zu machen. Hast du auch schon gesagt? Ja, aber dann chat nicht. So. Ich muss aufpassen, dass es nicht wieder hochkommt. Ich habe bei mir in der letzten Zeit die Angewohnheit, dass bei mir wieder vieles hochkommt. Okay. Naja, dann ist das so veranlagte Stadt, so dass sie ja jetzt ab und zu mal so was hochkommt. Das ist sie nicht so in den Spiegel anschauen. Da kann dann einiges hochkommen. Was ist das denn jetzt so? Hallo. Naja, da, ich muss aufpassen, weil mir kommt in der letzten Zeit einiges hoch. Das kann man falsch verstehen. Zelt aufbauen, Zelt aufbauen. Zelt aufbauen. Hier bleibt nur ein Zelt aufbauen. Zirkuszelt. Campingzelt. So ein großes Zelt. Bierzelt. Aber ein dünnes. Nee, das muss ja robust sein. Oh Mann, leck mich doch ab, Arsch. Was, du liebst deinen Golf, oder? Wieso soll ich ihn denn nicht lieben? Fragezeichen. Ich führe eine Beziehung mit ihm, weißt du wie? Und steckst du auch gewisse Sachen in den Auspuff? Das habe ich wie einer Person habe ich das geschrieben, weil ich gefragt worden bin. Ich so.
Wenn du nichts dagegen hast, ich habe zwar nur meine Tochter und ich bin in einer Beziehung mit meinem Auto, aber das ist ja egal, ne? Sonst gibt's ja nichts. Da kam nur dämliche Lachsmilies zurück. ja. Aber Dennis, wenn du dein Auto liebst, wie ist es denn? Wer liegt oben und wer unten? Je nach Stimmung. Mal liege ich unterm Auto, mal liege ich auf dem Auto, mal liege ich in der Motorhaube. Je nachdem, was kaputt gegangen ist. Meine Alten, wo sie fragt, so willst du lieber oben und liegen? Da frage ich so, was ist bei dir kaputt? Soll ich dir mal deine Euter wieder fixen, dass sie wieder dicht sind? Dann kommst du einfach mit dem Werkzeugkasten an. So, wir wollen meine Move abdichten. Ich bin Rohrmeister, Klempnermeister. Njam, njam, ja. Oh. Ja, heute war es ja auch so. Ich lag mehr unterm Auto und in der Motorhaube wie überall anders. Also, wenn das so weitergeht, habe ich. Ey, und hält doch deine Nase so bei den Frauen rein wie beim Auto, am Auspuff? Ich nur was du auch mal an den Auspuff von den Frauen? Ja. Alter, das muss doch stinken. Mir gibt's einen Trick. Auspuff. Nicht an die Schnecke, sondern am Auspuff. Ja, gibt's einen Trick, nennt sich waschen. Kennst du das? Ach, scheiße. Ich glaube, du kennst es so halbwegs manchmal, gell? Ja, immer am 31. zu Weihnachten, Ostern wollte ich gerade sagen. Immer der 31. zum ne, Silvester. Einmal was machst du, wenn es ein Schaltjahr ist? Schaltjahr gibt's doch gar nicht. Schaltjahr. Das ist nur im Februar. Und? Ein Tag mehr, den ich nicht waschen tust. Kann doch schon dann anwachsen, die braune Scheiße. Gibt's einen Wechselschlüpfer. Das nennt man dann Tarnmodus. Weißt du wie? Tarnmodus? Ja. Flecktarnmodus? Ach, das ist ja nicht so. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Level angekommen hier. Fleckt an Modus. Naja. So wie wir bei der Bundeswehr richtig fleckt haben, dass die ein bisschen was grün genascht haben. Irgendwann. Oder? Bei der Armee musst du dich ja auch raptern. Du bist halt in der Form so. Wundern sich dann ja, was stinkt denn hier nur so? Oh, ich nicht. Rüdiger, musst du dich mal wieder waschen? Ach, wasch. Oh, scheiße, bin ich voll in den Strommasten eingeflogen. Verdammt. Ja, ist eigentlich jetzt hier noch jemand da oder wie sieht's jetzt hier nun aus? Was? Tini, K, moin moin. Das stelle ich mir gerade so richtig bildlich vor. Liest du irgendwo im Gelände, liest du irgendwo im Gelände. Sagt der Partner zu dir, also dein ja. Kollege. Und hast dich heute wieder schön abgetarnt, ja? Schön viel Schminke wieder in der Fresse. Nö, das ist keine Schminke, das ist scheiße. Wie scheiße. Ja. Tarnmodus, vorne braun, hinten gelb und dann wird das Ding rumgedreht. Wie bei Gummis. Ne? Das ist nach Ficken, hast du einen Gummi? Ist ein Gummi um? Ist ja eine alte Sau, Junge. Na was denn? Oder ja, das ist in manchen Fällen eigentlich auch besser. Ja, dickeres Gummi kennen, gell? Warte, ich muss erstmal die Party-Priorität mal verstellen. Ach, nee. So, wie ist die Unterhaltung im Stream? Ist die unterhaltsam für euch? Oder denkt ihr euch nur so, oh, leck mich, wo bin ich denn hier gelandet?
Ja, die einen Schatten sind ja schon runtergegangen, also gehe ich mal ganz stark vom zweiten aus. Okay. Wobei es ist jetzt wieder parallel 18 wie vorhin. Wo ist denn jetzt hier mein Gerät? Hallo? Was? Die ist 18 erst geworden? Er ist 18. Hui, jungfräulich. Her damit. Ich nehme gerne. Das Rohr frei pusten. Ach scheiße, ich muss das Rohr frei blasen. Rohr frei pusten. Welches Rohr? Vom Auspuff. Okay. Hab schon übrigens auch gesehen. Ich muss mir bald mal einen neuen Mittelschaller holen. Der ist schon leicht angerostet. Mhm. So. Wieder ein Rohr? Muss das mal WD-40 gereinigt werden oder was? Ja, WD-40 das Wasser verdrängt. Also das ist ja eigentlich kein, ist ja eigentlich auch kein Öl. Was nehmen das komische Teil? Nee. Fahrzeug anfordern. Wieso kann ich das jetzt nicht anfordern? Wo ist denn das Ding? Ist das kaputt oder was? Abgesoffen, ach so. Scheiße. Warte mal, müssen wir mal hier. Ja, warum war die Frage wegen Auto, wenn ich fragen darf? Ich meine, ja. Wenn man so sehen tut, ich meine, Herrgott. Das Auto braucht halt ein bisschen Liebe. Gebe ich halt das dem Auto, ne? In Form von neuen Teilen. Und das brauche ich ja sowieso. Aber wo wir beim Autothema sind, gell? Ja, mein Vater war ja auch beim TÜV und hat das grobe Ganze 150 Euro TÜV bezahlt, gell? Das war das so teuer, Alter? Das ist günstig. 150 Euro, was da noch gemacht wurde. Scheinwerfer wurden aufpoliert. Man musste Kopfstützen gemacht? Kaufen. Man musste sich einen Gurtanschnall-Dings da nachkaufen, weil der alte kaputt war. Und dann wurde ein Rost entfernt mit Versiegelung. Und das alles für 150 Euro plus TÜV. Achso, ich wollte schon gerade sagen, na, der TÜV hat, also hast du eine Rechnung dazu? Muss mein Vater irgendwo haben. Guck mal drauf, was der TÜV allgemein kostet. Dann müsste bestimmt 120 Euro. Muss ja 50 Euro gewesen sein. Was? Also einmal rüberschauen und fertig. Also, zum Beispiel vor 2 Jahren 50 Euro gekostet. Also bei uns wollen die dafür 120 Euro haben. Für den TÜV. Was? Untersuchung. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also Max zum Beispiel. Ist bin ich denn so im Kopf gekommen, ne? Ich will ja ja auch einen VW Jogo haben, gell? Gut, dass da der TÜV ein bisschen teurer ist oder so, ist schon klar. Hey, so soll der da teurer aber sein. Aber da habe ich mir wirklich so schon im Kopf so überlegt in dem Moment. Ich habe ja so gerechnet, dass ich mich, was ich mir monatlich 200 oder 300 Euro monatlich zur Seite lege, falls, sag ich mal, da was ist, was mehr kostet. Aber wenn, sag ich mal, TÜV bei so einem Auto schon so ein bisschen günstiger ist, was ich so eigentlich nicht gedacht hätte. Lohnt sich es denn überhaupt, sag ich mal, 200 Euro sich jeden Monat zurückzulegen? Ist nicht etwas viel denn? Oder was denkst du, Dennis? Was meinst du jetzt genau nochmal, wenn du dir 200 Euro weglegst? Monatlich. Oder 200, 300 Euro, je nachdem. Ich frage mich gerade, nur weil du ein neues Auto hast, heißt ja noch lange nicht, dass der TÜV dann automatisch auch teurer ist. Du hast halt nur auf das Auto dann etwas länger TÜV. Also jetzt auf dem Neuwagen zum Beispiel hast du dann 3 Jahre. Nein! Ein Scirocco, der hat ganz mal 2 Jahre. Und ich habe mir halt immer so zurückgesagt, den Gedanken schon so gemacht, 200 oder 300 Euro monatlich immer zurücklegen, wenn was mal kaputt geht oder es wächst TÜV und so. Aber wenn es gar nicht allzu teuer ist, muss ich das denn überhaupt machen? 200 Euro monatlich? Ist nicht etwas viel? Es kann immer mal irgendwas Größeres kommen. So, oder recht. Passieren, sage ich jetzt mal so, in der Form von, dass du zum Beispiel eine TÜV-Untersuchung hast und dann sagt er, pass mal auf, Kollege, das passt doch soweit alles, aber du musst das und das und das mal neu machen. So, da machst du das neu, da hast du ein bisschen Geld über, so, und dann musst du ja wieder hin und dann musst du ja noch einmal Geld bezahlen. Also zwar nicht die volle Summe, aber nochmal eine Nachprüfungsgebühr. Das kostet auch wieder Geld. So, dann, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen hast, wie ich in meinem Fall mit meinem Fahrwerk, muss ich dann zur Zulassungsstelle gehen und muss dieses dann in meinem Fahrzeugschein eintragen lassen. Das kostet auch wieder Geld. So. Ja. Diesbezüglich. Dennis, ich stelle mir jetzt gerade wirklich so vor, ne? Geh ich zum TÜV. Der TÜV sagt, ja, das Fahrwerk ist nicht mehr so doll. Da brauchst du ein neues, ne? Deswegen kann ich dir keinen TÜV geben. Ja? Da kommst du einen Monat später bei demselben TÜV-Ritze wieder angekleckert, gell? Aber das ganze Auto von oben bis unten komplett durchgetunt und alles anders gemacht, statt das Fahrwerk alles neu, ne? Einfach
alles leuchtet. Alles ich hab doch nur gesagt, das Fahrwerk und nicht die ganze Karre, Junge. Ich bin der Blöde. Das ist ja das, was ich ja bei mir machen will. Ich habe ja bei mir, ja, deswegen mache ich ja, ich meine, gut, in meinem Fall ist es auch gut gewesen mit den Bremsleitungen. Es hat ja auch ein bisschen was mit Sicherheit zu tun und so, aber ich habe ja auch noch so ein paar andere Sachen so optisch gesehen vor, ne? Dass er von außen schon mal so schön einmal wie geleckt aussieht, dein Innenraum soll geleckt sein und unten drunter soll er auch geleckt aussehen. Also wirklich richtig geleckt. Da soll kein Rostpunkt oder irgendwo durchschimmern, klotzen oder so. Das muss alles schön weggemacht werden mit Rostumwandler und so eingepinselt werden. Ja, da muss noch viel unterm Auto gelegen werden. Oh, da waren wir jetzt schon geschmeidig. Ja, aber Dennis? Was ist denn? Oder auch, das wäre auch lustig, gell? Komplett durchgetunt, ich fühle die Karre, kommen zur Polizeikontrolle, gell? Und dann sagt so, ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, zum TÜV vorfahren, bitte, ne? Zur Kontrolle, ja? Dann bauen sie komplett serienmäßig um, geht zum TÜV, der TÜV sagt dann so, ey, was hat der Polizist hier für eine Scheiße gelauert und so, gell? Alles in Ordnung? Kommen sie wieder frei mit dem Auto und baut das Auto wieder komplett oben, der Polizist sieht das wieder, ne? Und dann geht so, bei ihr ist alles in Ordnung. Das darfst du ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Ah, ich sag's halt immer, gell? Ja, mit der Versiegelung hat das jetzt nichts zu tun, Danny, will generell den halt einfach schick machen. Richtig schön schick machen. Wenn ich mal mehr von solchen Sachen auf dem Kanal hier hochladen soll, ich habe ja den einen Tag ja was hochgeladen, was mein Auto betrifft, dann könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare einsaften. Saftet mir es in die Kommentare. Jetzt bin ich ja noch vorbeigefahren. Leck mich doch mal am Arsch. Was mit Orangensaft? Na, ehrlich. Hast du einen Zahnstoch in der Bahn oder wie sieht es aus? Chaka, chaka, lede. Hast du Zahnstocher in der Blutbahn, dann kannst du klauen. Ja, Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Hol doch mal raus die Titten, lass die ganz schnell durch. Ich wollte eigentlich Sachen durchficken. Okay. Und der Bodenversiegelung. Hey, die Frau da, was ich gesendet habe auf TikTok. Diese Spagat mit ihrer Brüste da so macht. Hä? Also, oder richtig wackeln lässt. So mit 3 Meter Unterschied. Die lässt sie nicht wackeln, die spannt einfach nur ihre Brustmuskeln an. Mhm. Mehr macht die nicht. Ist einfach nur eine Muskulatur. Du hast genauso Brustmuskeln, aber deine sind halt so, dass halt nichts passiert. Also ich bin jetzt anspannen und könnte mit meinen Titten einfach mal eine Runde spielen. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Okay. Ja, natürlich, das ist die Brustmuskulatur. Zu Pfeife. Mhm. Aha. Stehen zum Beispiel viele Leute, weibliche Leute drauf. Kling, Klöckchen, Klingelingeling. Hol doch raus die Dinger. Sperr sie doch nicht ein, die. Was? Mehr schmalzen und schlürfen, bitte. Ah ja! Ich bin gleich noch weiter am Essen, keine Sorge. Und die Uhrzeit wollte ich eigentlich nicht mehr fressen. Das liegt schon immer so lange am Ranzen. Aua. Was denn? Der wollte ein bisschen ASMR. Hat man Schlucken überhaupt gehört oder hat es hätte er draus gefiltert? Weiß ich nicht. Okay. Ja, mein Red Bull ist ja schon wieder alle. Deswegen habe ich ein großes. Ja. Wo ist denn jetzt hier mein Gerätschaften hier? Hallo? Halt die Gusche da hinten hier, du mit deinem komischen Street da hier. Blöder Kunde. Ja, Dennis, kannst du wieder nicht so viel schlucken? Nee, ich hab grad. Scheiße. War da noch was drin? Ein Schluck. Das liegt jetzt alles auf meinem Fußboden. Ich hab erst gemischt, Ich war gestern erst nicht nur am Malern wieder, sondern auch am Wischen. Das muss ich nochmal wischen. Aha. Kommt doch rein, ihr Kinder. Ihr kriegt eine von Tender, bis ihr Spinter öffnet.
Doch die Türe, lass sie ganz schnell erfrieren. Kling, Glöckchen. Na egal. Wenn du überlegst, in 3 Monaten ist es schon wieder bald Weihnachten, ne? Hör auf mich anzurufen, Junge. Mann, ich wollte wissen, welchen Klingelton du jetzt hast. Ich hab mein Handy immer auf Stumm oder auf Vibrieren. Und was war es denn das eine Mal mit Steely? Hä? Ach, egal. Hä? Der hat mich doch nicht angerufen, hab ich das Handy doch gar nicht auf laut gehabt. Okay. Was ist das für eine Stimmung? Schreib doch mal was in den Chat. Lass doch mal eingucken. Sonst tue ich ganz schnell spucken. Ach, Dennis, schon wieder spucken. Oh, nee. Schlucken. Dann nimmst du ein bisschen mehr Vitamine zu. Nö, ich habe anderweitig Vitamine. Eine Sportvitamine. Sportvitamine? Kenn ich gar nicht. Was ist denn das? Ist was zu messen? Ja. Musst du zweimal täglich einnehmen. Also frühst, mittags, abends. Sonst hast du mehr Druck. Kannst besser pumpen. Und bist generell fitter. Die Durchblutung wird angeregt, nicht nur im Kopf. Geschichten aus dem Paulanergarten. Sondern auch an anderen gewissen Aktivitäten, zum Beispiel am großen Zeh, dass der große Zeh besser durchblutet. Ja, dass du mehr spüren kannst, wenn du dem rammelst, gell? Aua. Oh. Boah, das ist so. Ich habe einmal es geschafft. Da habe ich so blöd die Tür offen stehen gehabt, bin ich so blöd vor die Tür gerammelt, da habe ich mir am nicht den kleinen Zeh, sondern der daneben. Ich würde jetzt am Finger sagen, würde ich jetzt sagen, der Ringfinger, aber das hast du ja beim Fuß nicht. Da habe ich mir so irgendwie davor gehämmert, dass mein ganzer Nagel ich einmal hochkant stellen konnte. Das war appetitlich. Da habe ich mir auch nur gesagt, herzlichen Glückstrumpf. Erstmal habe ich wieder platt gedrückt. Da habe ich ein Klebeband drauf gemacht, das ist allerdings aus, hat nichts gebracht. Ich musste ihn dann entfernen. Also hatte ich gar keinen Fußnagel mehr dran gehabt an dem Zeh. Das war köstlich. Und euch so? Ist bei euch alles fit? Wo? Ich habe eine Instagram-Nachricht bekommen. Naja, und das war bei mir am ekligsten, gell? Bänderüberdehnung gehabt, gell? Und ich war oben in meinem Zimmer, da mal PS2 gezockt, weil ich halt gerade geschrieben bin, weil ich halt kaum laufen konnte, bis gar nicht. Dann hatte ich so einen Druck auf den Wanzen gehabt, ne? Und du kannst nicht schnell auf Klo rennen. Und vor allem muss er noch Treppe runter mit einem überdehnten, also mit einer Bänderüberdehnung, gell? Da musst du erstmal schaffen, überhaupt die Treppe runterzukommen. Und dann hast du nur Druck auf den Wanzen gehabt. Das war ekelhaft. Ich hatte mal übelst heftige Bauchschmerzen und musste immer so, ich weiß nicht, Bauchschmerzen, ich konnte mich nicht hinsetzen. Also ich konnte wirklich nur liegen. Aufstehen, laufen ging überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das gewesen ist. Und ich musste dann auch noch durch mein ganzes altes Zimmer durch, also durch mein Zimmer durchlaufen. Das war ungefähr so, keine Ahnung wie lang, da musste ich noch einen langen Gang runter. Und dann noch Treppen runter zum Klo, Alter. Das war ekelhaft, ey. Und weißt du auch noch, was ekelhaft ist? Urlaub, vorletzter Tag in der Türkei, gell? Wir fahren den Fahrstuhl hoch. Ja, und ich dachte, ich muss nur furzen. Hast dir in die Hosen geschissen. Aber es war kein Furz. Dann kam Dünnis oder was? Ja. Oh, hat's wenigstens schön gemuffelt. Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank auch gerade mal auch gar nicht gesehen davon. Oh, ich meine, es ist ja jedem schon mal was passiert. Also ich habe immer das Glück gehabt, ich habe es rechtzeitig aufs Klo geschafft. Gott sei Dank. Ich dachte, ich muss nur f***en, aber dann kam da was mit raus. Ja. Feuchter Furz. Aber was auch ekelhaft war, so Bulgarien-Urlaub. Ich schwimme da so gerade in einem Pool. Unser Lieblingspool war da irgendwie gesperrt wegen Sanierungsarbeiten oder was es da war. Oder war gesperrt. Dann sagt so ein kleines Kind zum anderen, ich habe gerade im Wasser gepinkelt. Und dann denkt man sich so, oh ne, in dem Pool wird es jetzt nicht mehr, ne? Gut, es pinkeln Leute im Pool, ne? Das hat man ja immer im Hinterkopf. Aber wenn einer schon sagt, oh, ich habe im Pool gepinkelt, das ist dann noch 3000 Mal ekelhafter, dann will man da nicht mehr rein, gell? Hä? Dann direkt nach dem anderen Pool geschaut, gell? Und der war wieder geöffnet. Und da waren wirklich... Ein Tag war der komplett leer, da war ich und mein Vater nur da. Das war geil. Das muss ich jetzt nicht verstehen.
Ja, bei uns ist alles fit. Ich habe dir mal umgeklappt den Nagel. Hä? Was ist denn das für eine Aussage? Kannst du mir das mal bitte etwas erläutern? Was kann man sich noch so Ekelhaftes erinnern, was passiert ist? Das Schlimme war immer, wenn du krank gewesen bist, musstest du mal reiern. Oder wenn du zu viel gesoffen hast damals. Das weiß ich noch, musstest du mal reiern und hast gleichzeitig noch Das. Dünnschiss gehabt. Da musstest du mal Ey, gucken, der. Oh. was koordinierst du zuerst? Kotzen oder Scheißen? Oh, Oder Dünnes? da kommt jetzt fast das Kotzen hoch, ne, weil ich mich an eine Sache erinnern muss. Boah. Warte. Ist dir Boah, wenn ich da. eingestuhlt oder was? Nee, wenn ich mich erinnere, wie es mir da so ging, ey. Ich hatte ja meine Blinddarmentzündung. Und den Tag war ich ja zu Hause, was waren Sommerferien. Ey, mir war immer übel. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss kotzen. Im Mund hat sich schon immer der Sabber richtig gebildet, gell? Und ich hatte auch Bauchkrämpfe gehabt, wie sonst was. Ich konnte nicht scheißen und gekotzt konnte ich auch nicht. Das heißt Das war AA so machen. ekelhaft. Aber dann kam auf ihn irgendwann mal die Kotze, ne? Zwei, dreimal, ne? Das war so ekelhaft, der Tag. Oh. Das sind ja wieder Gesprächsthemen hier heute im Streaming, mein lieber Mann. Und was hast du also gemacht? Also, Das letzte Mal kann ich mich daran erinnern, wie ich sehr gut gekotzt habe. nee, wirklich Blinddarmentzündung, da wie es mir da ging, ey, das war so räudig, Ja, mit Alter. sowas ist auch War nicht so zu spaßen, räudig. Blinddarm. Ja, ja, zum Spaß ist es nicht, aber es, wie wir jetzt ja schon erklärt haben, meine gängige Krankheit heute, also quasi schon Standard-OP, und fertig ist dann die Sache, dann halten sie dich für eine Woche unter Beobachtung und fertig ist dann das meiste. Das ist heute eigentlich wirklich schon Standard. Boah. Nur wenn der hier halt zu spät rausgenommen wird und der platzt, dann ist es in den meisten Fällen vorbei. Aber wenn Also, der Darm, sag ich mal, entzündet ist und schon dicker wird, das spürst du natürlich. Dann geht die halt scheiße wie Sau. Und das ist jetzt nicht vergleichbar mit normalen Bauchschmerzen oder sowas, das ist schon deutlich schlimmer. du kannst dich dann, glaube ich, gar nicht mehr bewegen. Na doch, bewegen kannst du dich. Tut halt nur extrem weh. Und dir nur nach der OP, da kann man sich nicht bewegen, gell? Da hat es denn hier im Unterleib richtig gezerrt. Hatte ich Also jetzt bis vor jetzt allem noch beim nicht Laufen. gehabt. Gott sei Dank. Aber immer hatte ich ja auch Glück gehabt, hab ja meine Hand gebrochen, gell? Aber. Da war irgendwas, keine Ahnung, ab bestimmten Gradzahl, wenn es da sich verdreht ist oder so, muss operiert werden, gell? Ich war da mal 1% drüber. Da hat der Arzt gesagt, gut, wir gipsen ein, gucken sich, was passiert. Wenn nicht, muss operiert werden. Und dann hat sich alles im Guten entwickelt. Moin Moin, erst einmal, Messi. Wegen Xbox. Ich habe hier auch noch eine Xbox stehen. Ja. Eine 360 und eine One. Falls sich das interessieren sollte. Aber grundsätzlich eigentlich weniger, denke ich mal. Verreck leise, Junge. Was? Sollst leise verrecken. Nö, tut mir leid. Ich Bist du auf der verrecke mich Xbox? gerne mit einem großen Knall. Auf der Xbox von mir wollte ich eigentlich auch mal wieder zocken, gerade hier meinen Forza Motorsport und so. Und da wollte ich ja mal streamen wieder. Hab ich auch schon lange nicht mehr gemacht, ey. Ich stehe die ganze Zeit hier rum und stoppt ein. Was Also ich mehr gerne mal Kopf. auf der Xbox zocken will, ist Halo, aber ich will mir nicht dafür extra eine scheiß Xbox. Kannst du ja noch eine Gebrauchte holen. Die Selbstständig. erste Xbox kostet für 40 Euro. Die hatte ich damals gehabt, da habe ich auch den ersten Halo-Teil gezockt. Das war geil. Das war geil. Den ersten Halo-Teil. Weil ich hatte damals eine Xbox gehabt. Mehr Husten und Rülpsen bitte. Ah ja. Klingel, Glocke, Klingel, Glocke. Ich Ich frage habe mich einen. generell, wieso muss, sag ich mal, sich Sony und Xbox halt so gegenseitig sich anzicken? Weil Xbox irgendwie, ich glaube, Xbox, also Microsoft, wollte ja mit Sony eine Kooperation haben, ne? Dass quasi wir, sag ich mal, auch die Halo-Sachen spielen können, ja? Nur, dass wir halt ein bisschen mehr bezahlen müssen, weil wir halt dann auf PlayStation sind. Ja, aber das wollte irgendwie Sony nicht haben. Aber ich würde es so geil finden, ne? Dass wir auch Exklusivtitel von der Xbox zocken können. Ja, Und dann müsste es andersrum dann andersrum. genauso gut, dann muss zum Beispiel Xbox für The Last of Us, sag ich mal, statt wenn er frisch raus ist,
60, gleich 70 oder 80 Euro zahlen, ne? Weil die halt auf Xbox dann sind. Und bei uns dann halt andersrum. Ich würde das eigentlich so voll unterstützen. Das wäre wirklich ein geil. Aber am Ende sind wir halt ja alle Gamer. Ja, aber dann geht's die große los. Dann geht die Entscheidung los. Dann würde Microsoft halt dann halt zum Beispiel nichts mehr verkaufen oder Sony halt nichts mehr verkaufen. Ja, doch. Zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel spielen, sag ich mal, unser GTA und so hier, ne? Und auch unser Last of Us, aber wenn wir mal Bock haben auf Halo, können wir ja auch Halo kaufen, gell? Aber wir spielen weiter halt auf der PlayStation. Ja, ich weiß, Danny. Ich hab nicht, hey PlayStation, sagt ihr, will die Sprachsteuerung nicht benutzen, verdammte Konsole. Danny, ich weiß, ich habe ja deswegen mir extra eine Xbox auch unter anderem mitgeholt, dass ich solche Sachen dann zocken kann. Oder auch mal darüber, wenn man dann Livestream machen kann, hatte ich ja schon zweimal oder dreimal jetzt gemacht. Aber ja, aber also ich denke mal, das hat das auch mit Verkaufsgründen irgendwas zu tun, weil du hättest ja dann theoretischerweise gar keine großen Unterschiede mehr. Ich meine, du hast so schon keine Unterschiede groß. Gut, abgesehen vom Aussehen, vielleicht auch von der Hardware ein bisschen irgendwas klimperbumm und hast du nicht gesehen, aber letztendlich wird er sich wahrscheinlich jeder irgendwas dann holen und weil dann hinterher würde dann die Frage stehen, ach na ja, ich kann ja eh alles zocken, du bezahlst dann halt für ein Spiel 80 Euro und gut, das ist gut, dass es damit vielleicht einfach was zu tun hat, ne? Oder halt einfach auch grafiktechnisch gesehen, dass die Konsolen diese Leistungsforderung dann, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gar nicht schaffen könnte. Naja, das, Xbox, was das Spiel gut, die Xbox ist klein wenig leistungsstärker, aber da pundert die PS5 zum Beispiel, also gehe ja von der neuen Generation aus, zum Beispiel auch mit den schnelleren Speicher schon wieder. Also die beiden Konsolen nehmen sich wirklich beide nischt. Muss man wirklich sagen. Nur, dass Sony langsam verkackt mit dem Support. Beispiel, sprich, mit der Software, dass die manche Fehler einfach reinmachen und so, obwohl die alte fantastisch war. Oder auch mal die komplette Partyfunktion ändern, die jetzt eigentlich absoluter Rotz ist. Oder auch, die schließen sämtliche Spielstudios, die in der Vergangenheit generell super Spiele hergestellt haben. Ja? Und wenn sie mehr Studios schließen als eröffnen, ist auch klar, dass weniger Exklusivtitel oder schlechtere Exklusivtitel kommen. Ist ja vollkommen klar. Und Ubisoft macht das, Microsoft macht es wieder richtig. Die kaufen permanent Studios auf. Und können damit mehr und bessere Titels, also für sich Titels, herstellen. Und ja. Xbox hat das Geld, ne? Um auch, sag ich mal, sagen, die schließen Studio, sehen es, oh, es war ein Fehler, kaufen sich wieder neues, um das wieder neu zu machen. Das, was, Sony hat diese Gelder nicht, wenn sie so eins verkaufen oder dicht machen. Bei denen ist es viel schwieriger, sowas wieder neu zu öffnen. Das, was Sony, sag ich jetzt mal, schließen tut, holt sich Microsoft. Kann gut aus passieren, zum Beispiel mit Japan Games oder wie die Marke hieß. Sony schließt die. Kann gut sein, dass Microsoft die kaufen tut. Die würden damit richtig Profit machen, also ja, das kann ich dir versprechen. Zumal gibt es ja dann auch immer mehr dann Leute, die Arbeit verlieren, wenn sie solche Dinger da schließen. Weil das muss ja auch eine gewisse, muss ja hergestellt werden, ne, Produktion, dies, das, jenes. Die Hüllen müssen ja irgendwo herkommen, die Etikettierung, also von der Spielhülle, also dieses Titelding da, kommt irgendwo her. Und es sagte, der Spielmarkt ist im Arsch. Ja. Aktuell ist er auch wirklich im Arsch. Da gibt's ja auch nichts. Ja, weil was kommt aktuell nur raus? Battle Royale, Shooter Games, wo ehemals prinzipiell das gleiche ist, FIFA. Wo sind da noch die ganzen guten Teile, zum Beispiel? Gut, Cyberpunk kann man sehen, so wie man will, mit dem Spielfehler, aber schönes Story-Game. Just Cause 4, schönes Story-Game. Oder auch Days Gone. Oder auch Detroit. Muss ich auch mal wieder weitermachen. Oder auch Days Gone und Just Cause 4 Dings muss ich auch mal weitermachen. Uncharted 4, Horizon Zero Dawn oder Uncharted oder die Spider-Man-Spiele, The Last of Us. So eine schönen, guten Story-Games. Die kommen viel zu selten und dann bieten die auch zu wenig Inhalt, dass sie schnell durchgezockt sind. Das ist wirklich heutzutage einfach der größte Mist, dass alle Spiele einfach nur auf Online fixiert sind, statt mal mit einer richtig geilen Story. Das ist das Problem. Das machst du so wie ich, fängst es an, zockst es ewig nicht, dann weißt du den Inhalt nicht mehr und fängst wieder an. Oh Mann. Ich muss echt dieses Days Dawn und so müsste ich auch mal wieder weitermachen. Hab ich auch schon lange nicht mehr gezockt. Hättet ihr mal Bock überhaupt mal drauf? Ich wollte auch Battlefield 5, Battlefield 1, Battlefield 4 mal wieder streamen. Vor allem die Story wollte ich auch mal dazu endlich mal Videos machen. Zu meinen ganzen Spielen, die ich habe. Eins mal installieren, eins mal durchziehen. Also sprich, an mir einen Tag mal Abend anstatt zu streamen. Dann die Zeit zu nehmen, in der Zeit, wo ich jetzt hier streame oder streamen würde. Oder wie jetzt gerade am Stream bin.
könnte ich ja zum Beispiel irgendein Story-Game zocken, aufnehmen und fertig. Und dann nacheinander rausballern. Zack, 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 zack. Aber nee, ich setze mich jeden Abend halt hier hin, zocke halt hier und Livestream. Oder gut, jetzt war ich 2 Tage nicht live. Und ja. Und vor allem, was ich auch noch scheiße finde, viele Ballerspiele. Gut, wenn man da im Ersten Weltkrieg oder Zweiten Weltkrieg als Thema macht, gell? Verstehe ich, dass wir Deutschen dann halt die Bösen sind. Das hat auch Skiba angesprochen. Aber in fast jedem COD, ja, sind wir Deutschen, egal in welchen Jahren das spielt. Ich immer auch mit. Immer die bösen Nazis. Immer wir sind das. Wir müssen umgebracht werden meistens. Warum? Ja, ich habe gesagt, warum ist man nicht immer irgendwie mal ein Deutscher? Oder warum heißt es immer in Spielen, dass der Ami oder so der Beste ist und der andere ist alles Bullshit? Ja, das ist auch so. Oder auch in viele Kriegsfilme oder Actionfilme, da sind immer die Amis die Besten. Dann kommen die Russen, die mal die Amis in den Weg spucken wollen, aber es nie schaffen. Ja, das ist auch immer so eine Sache. Naja, doch, doch. Auch die Amerikaner sind einfach so selbstverliebt. Naja, die untereinander haben die schon gegenseitigen, oder hatten damals zumindest einen gegenseitigen Respekt. Weil mit den Russen kannst du es ja nicht so... Klar, naja, so früher, also meine Respekt, Oma... Aber in den Filmen werden die Russen klein gemacht. Zum Beispiel. Ja, die auch, meistens die Bösen sind und so. Ich sag mal so, früher war das, also meine Oma hat mal erzählt, dass der Ami gekommen ist und hat den Kindern und so Schokolade gegeben. Und der Russe ist gekommen und hat es den wieder weggenommen. Und alles das, was da ist. Ich meine, aber auf der anderen Seite hat sich aber auch keiner freiwillig mit den Russen angelegt. Und auch wenn du dich da, haben die immer einen Kürzeren gezogen, weil die kannst du überfahren, stehen auf und latschen weiter. Weil das einfach wirklich, also es gab keine, früher keine härtere Ausbildung als bei den Russen. Danach kam die NVA und dann danach alles andere. So, früher, heute gibt es sowas nicht mehr. So, und naja. Und der Russe hat immer solche Techniken gebaut, die einfach aber robust gewesen sind. Die konntest du in den Dreck schmeißen, die konntest du in den Sand schmeißen, die konntest du ins Wasser schmeißen, die konntest du drauf und rumtrampeln, die, ne, da hat sich kein Lauf verbogen oder hat nicht mehr geschossen oder Ladehemmung gehabt, wie es beim Deutschen mal gewesen ist oder bei sonstigen anderen Sachen. Deutschen gewesen ist, unsere Gewehre brauchst du nur schießen, da versieht sich schon der Lauf und du schießt nach links, rechts, als auf dem Ziel. Ja, die jetzt in, ich rede jetzt von genau, wie es nochmal genau heißt. Ne, ich meine ja auch jetzt zum Beispiel von den früheren Sachen. Die, ne, ich meine, klar, der Karabiner ist der einzigste mit, was halt gut ist, aber, oder war, sag ich jetzt mal so, in früheren Zeiten. Was ist mit die gute alte Hitlersäge, die war auch nicht gerade von schlechten Eltern. Ich rede jetzt von hauptsächlichen Waffen halt, ne. Es war doch eine Waffe, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es genauer hieß, aber die war auch bekannt unter Hitlersäge. Also man muss auch sehen, wie die Deutschen, wie deutsche Soldaten in Russland waren zu der Zeit. Ja, das ja. War einfach nur dumm gewesen, einfach nur dumm. Das, er hat erst einen Pakt geschlossen gehabt, dass der die nicht angreift und dann greift er die an, nur weil er die Rohöl-Dinge haben können. Gut, hätte man auch theoretischerweise sagen können, pass mal auf hier, du komm mal ran hier, ich will ein bisschen Öl von dir, machen wir mal einen kleinen Vertrag hier. Ich zahle dir dafür ein bisschen was und fertig. Warum man dann da halt diesbezüglich, das war halt von ihm halt irgendwie dumm. Aber gut, okay, das wollen wir jetzt auch nicht weiter ausstreiten, weil, ja. So, und der Deutsche ist einfach untergegangen, weil erstens die Temperaturen überhaupt nicht gewohnt gewesen sind. Ne, dann keine Nachschub, keine Verpflegung und der Russe ist gekommen und hat die einfach gerollt. Ja, sämtliche Sachen, da war ein leichtes Spiel, ein leichtes Ziel gewesen. So. Ja, ich meine, da kannst du der Beste sein. Was nützt dir ein Panzer ohne Munition? Da kannst du dich auch gleich hinstellen mit der weißen Fahne. Ja, oder ohne Panzerung, sagen wir es jetzt mal so. Da kannst du dich in den Jeep setzen, ohne Türen. Und kannst dich befeuern lassen mitten auf dem Kriegsfeld. Bringt ja halt vor allen Dingen, das heißt ja, der Deutsche ist auch im Zweiten Weltkrieg schuld. Eigentlich ist ja eigentlich offiziell, dass Deutschland schuld ist, weil wir halt gezwungen sind, den russischen Vertrag zu unterzeichnen. Aber der wahre Täter im Zweiten Weltkrieg war eigentlich Polen. Weil ich weiß nicht, was mir genau vorgefallen ist, was Polen nochmal wollte. Es hat gelangt und Deutschland hat halt Polen übermarschiert. Und dann kam halt natürlich der großen Wahnsinn von den Idioten halt. Ja. Nee, der hatte damals nicht mehr genau, um was es ging. Ich glaube, es ging irgendwie um Land, was sich Polen krallen wollte oder irgendwie, was dann genau nochmal war. Nee, ich weiß, was du meinst. Das hatte. Die haben, glaub, irgendwie einen Deutschen da irgendwie oder so. Ich weiß die Story auch nicht mehr so genau. Also das ist schon. Okay, ja. Ja,
Hier war ja mal so ein Duke auf N24 oder NTV, wie damals mal hieß der Sender. War schon ein bisschen her, ja, ich weiß nicht mehr so genau, aber jedenfalls lag es halt eher mehr am Polen meistens. Und dann kam halt der Größenwahnsinn von den Idioten und man weiß ja, was passiert ist. Naja, ich meine, das ist wieder die Raffgier, das ist wieder das, was ich vorhin erzählt habe mit dem Klopapier. Da sieht man halt einfach wieder, wie der Deutsche ist. Das ist halt einfach so, ich meine, raffgierig, immer nur alles in eigenen Schlund, in die eigenen Kapazitäten, in das eigene, ich sag jetzt mal, in eigenen Ranzen, kein nichts teilen, nicht irgendwie mal, ne? Aber, ja. Und die, die es eigentlich verdient hätten, ne? Ich meine zum Beispiel ein älterer Herr, der zum Beispiel im Park Flaschen sammeln muss, damit er was für seine Rente hat, die werden in den Arsch getreten. Die kriegen nicht mal einen Dreck unter den Fingernägeln. Im Gegenteil, das heißt noch, Alter, halt die Schnauze. Sowas finde ich dann irgendwo schon nicht nur respektlos, sondern auch einfach unter der Würde. Das ist einfach leider so. Ja, wenn man sich mal überlegt, was die früher geleistet haben, wie die früher gelebt haben. Ich versetze mich manchmal so in so ein Opa rein, wenn ich dann immer solche Jugendliche sehe, die dann halt so ältere Leute anmachen. Dann denke ich mir immer so, Junge, du Rotzlöffel, wenn du in der Zeit gelebt hättest, wo der Mann so alt war wie du, ich glaube, da hättest du nicht so eine große Schnauze gehabt. Hättest du eine mit dem Baseball, na gut, Baseballschläger, hättest du eine mit einem Ledergürtel über den Wanz gekriegt. Wenn du da nicht gespurt hast. Muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Und dann die Situation sollte eigentlich wirklich immer noch da sein, oder zum Beispiel die Wehrpflicht. Weil wie respektlos die manchen Fußnähre und so sind. Das geht da wirklich manchmal nicht mehr. Scheiße, mein Bike qualmt ganz schön. So, ist jetzt hier noch sonst einer da? Ich schmeiß mal im Wasser einmal mal abkühlen lassen. Ich hatte vorhin so viele Fragen gestellt gehabt hier, was ihr gerne mal sehen wollen würdet und zwei Antworten erhalten, GTA und was war's noch? Red Dead. Ja. So viele schöne Sachen, Battlefield und Call of Duty und hier, wie ich sag's wieder, Just Cause und Days Dawn und hast du nicht gesehen und The Last of Us habe ich ja jetzt. Ja, so viele schöne Sachen. Ich bin nicht müde, aber ich muss rumgehen. Verstehe ich jetzt nicht. Ich könnte mich wetten. Könnte wetten, wenn ich mich jetzt wieder ins Nest haue, würde ich mich wahrscheinlich wieder nur eine halbe Nacht wieder rumkollern, wie die letzten zwei Tage schon. Dann wickst du dir ein, vielleicht wirst du davon müde. Nee, danke. Dort, grüß dich. Moin, Darky. Fertig bei Jonas, ja. Bei mir geht's, naja. Erkältung zwar weg, aber der komische Husten ist noch da. Wenn er das ab und zu macht. Bei mir genauso. Nur halt nicht, dass ich keine Erkältung habe. Ist ja auch einfach mal so, naja. War ja heute irgendwie ein bisschen komischer Stream, hoppala. Da gar nicht so richtig durchgeblickt. Hat eh da irgendwie so ein bisschen durcheinander gekusselt und gar nicht gewusst, dass überhaupt live ist und so. Aber Dennis? Mike, sag ich schon, Dark hat aber was verpasst. Wollen wir das nochmal wiederholen? Nein, nee. Das Geschlürfe? Machst du doch sicherlich ein Video draus, wie ich dich kenne. Nö. Sei doch ruhig. Ich mache ein Nickerchen. Ja, ich bin echt gespannt, gell? Was Montag passiert. Weil da rufe ich eindeutig beim Amt nochmal an. Und dann? Ja, ich soll ja ab 1. September eine neue Maßnahme bekommen. Ja? Da hatte ich ja gestern schon ein Gespräch gehabt, was halt da passiert und. Ja. Die soll jetzt 11 Monate gehen. Und dann, jetzt kommt's, von 7 bis 15 Uhr. Gut, okay. Das ist nicht verwerflich ist. Und auf jeden Fall, ich hatte schon mal die es da halt machen, gefragt, wie es bei mir ist, wegen Freistellung wegen Fahrschule. Und da haben sie mir ernsthaft gesagt, wir können dich immer wieder freistellen. Du bist dann erst ab 15 Uhr verfügbar. Und ich denke mir so, Fahrschule schön voll, dass du da einen Termin bis 15 Uhr überhaupt bekommst, ist denn überhaupt ein Segen, wenn er da was frei hat? Dann ist die Sache, ne? Mit mir kann der Fahrschule ja dann erst ab 16 Uhr rechnen.
Ich brauche mit dem Fahrrad den Weg zurück in der Stunde. Da überhaupt denn noch einen Termin zu bekommen? Ja, lustig. Da rufe ich bei jemandem an, wenn es da keine, keine Ausnahmedinger gibt. Digga, dann schmeiße ich die Maßnahmen hin, das ist mir scheißegal. Fahrschule geht für mich vor. Ja, musst den gleich gegenkontern und sagen, musst du gleich sagen, hier passen Sie mal auf, gute Frau oder guter Mann, Ja, das habe ich ja die. dort gefragt, das habe ich dort gefragt. Die haben gesagt, Ne, du musst da nicht wir fragen, können den nicht schaffen. du musst da knallhart sagen, passen Sie mal auf hier, ich mache meine Fahrschule, damit ich von Ihnen hier wegkomme. Da bringt es mir nichts, wenn ich in eine Maßnahme hineingehe, so sind Sie uns noch ganz zu retten oder was? Ja, Ist das ja habe hier ich eine die Mal. Frau, die für mich zuständig ist, ne? Vorher schon gesagt, meine Bedenken, ne? Sagt, geh erstmal dorthin. Nee, da musst du ganz klar, die wollen dich nur vermitteln, dass sie erstmal Ruhe haben, weil sie auch von oben Druck bekommen. Da musst du ganz klar deine Sachen durchsetzen, wenn du sagst, Ja, nein, ich gehe da deswegen nicht hin, will ich da wohl auch anrufen. mach da meine Fahrschule, weil wenn ich die Fahrschule fertig habe und habe meinen Führerschein, kann ich von ihnen weg und kann meine Nachsachen, die ich machen will, fertig. Du musst da ganz klipp und klar sagen und musst dir nicht einlullen lassen mit, und von wegen hier, ja, da gehen sie erstmal hin. Oder sagen, sie können mir mal einen Buckel runterrutschen, ich gehe da Scheißdreck hin. Ja, Weil ich will deswegen die Fahrschule hab ich machen mir und ich erstmal bin so froh, wenn gemacht, ich dass ihn. die wissen, dass ich überhaupt Interesse habe, bin ich da erstmal hingegangen, um mir das überhaupt anzuschauen. Dass sie überhaupt wissen, ich bin willig. Das hat damit nichts zu Deswegen. tun. Du willst seit längerem die Fahrschule machen und wirst aber immer durch so eine Maßnahme, auf Deutsch gesagt, verhindert. So, du könntest theoretischerweise schon längst, wenn es jetzt zeitlich gesehen auch beim Fahrdingsbumster hier gehen würde, hättest du das Ding wahrscheinlich schon längst, wenn du nicht durchgefallen wärst. So, da bräuchtest du diesen ganzen Kackdreck da überhaupt nicht. Deswegen, ich würde da ganz einfach klipp und klar sagen, passen Sie mal auf. Hier, Ihre Maßnahme, können Sie sich an Ihre Kniescheibe nageln. Ich will schon seit langem meine Fahrschule machen, komme aber nicht dazu, weil ich immer von Ihnen in irgendeine Maßnahme gesteckt wäre. Ich will meine Fahrschule haben, dann kann ich der Arbeit nachgehen, die ich machen will. Und fertig. Und Ihre Maßnahme können Sie sich sonst wo stecken. Können sich hier irgendeinen anderen Dummen reinstecken, den Sie da in Ihre Maßnahme machen. Ich will bei der Arbeit, wo ich gewesen bin, arbeiten und nicht irgendwas anderes. Und dafür ist halt nur mal Pflicht der Führerschein. So, und wenn Sie mich Ja, aber immer aber wieder in hier, wenn irgendeine die Maßnahme. anderen Maßnahmen, da war es spontan, zum Beispiel, wenn ich eine Fahrprüfung so reinbekommen habe oder auch eine Stunde, die auf immer von einem Tag auf den anderen gemacht wurde, da war es kein Problem, sag ich mal, wenn ich da war. Muss ich halt nur, sag ich mal, zum Beispiel anhand der Rechnung zeigen, dass ich dort war. Dann war es da alles gut, aber bei der Maßnahme ist ja alles anders. Das ist halt das Blöde. Ja, das ist nicht nur für irgendwelche dummen Statistiken, sondern es ist einfach nur, weil hinter denen jemand steht und die sagen, ach, den beschäftigen wir jetzt mal, wenn er nicht auf dumme Langeweile kommt oder so ein Blödsinn. Das ist nur eine Beschäftigungstherapie, sage ich jetzt einfach mal so, dass die halt, sage ich jetzt mal, ihre Vermittlung durchballern können und sagen können, ja, den haben wir beschäftigt, weil die kriegen ja für jede Vermittlung auch eine Provision. Oder nenne ich es jetzt einfach mal so, aber halt dann auch extra Kohle. Jeden, den sie vermitteln und irgendwo eine Maßnahme stecken, kriegen sie, ich meine, klar, auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass die sagen, du, pass mal auf hier, du bist so und so alt, wir bieten dir was an. Aber eine Maßnahme zu machen, wo du zum Beispiel irgendwelche Bildchen malst oder irgendwelche Sachen ausschneiden musst, ne, und irgendwas basteln musst, sage ich jetzt mal auf Anführungsstrichen. Was hat denn das mit einer Maßnahme zu tun oder Naja, die irgendwo? Maßnahme hat so zu tun, aber davon kenne ich und kann ich schon. Zum Beispiel, Hauptziel der Maßnahme ist, zum Beispiel, die haben da vier Berufsgruppen, ne? Metallbau, dann links hier Garten, Landschaftsbau, Lager irgendwas. Ja, das war's glaube ich schon. Und mit den Lager und Hotelfachmann und so. Hotelfachmann habe ich schon gar kein Interesse. Lager minimal. Metall habe ich schon mal durch in der Grundschule, sei ich schon. In der weiterführenden Schule, da gab es ja auch schon mal eine Woche, wo man sich einzelne Berufe schon durchschauen konnte, ne? Und Galabau oder Gartenlandschaftsbau. Da war ich ja nicht schon ein Jahr auf der Freundschaftsinsel im Galabau. Da habe ich doch schon alles durch, ich weiß ja schon, was ich machen will. Ja, und dann, das ist ja schon das, was sie mir da zeigen wollen. Welche Berufe, wo ich da hin will. Zum Beispiel, wenn ich so ausprobiere. Ich weiß ja schon, wo ich hin will. Da frage ich mich so, hä? Ja, und dennoch, Ich bin auch mittwochs und geil. freitags ist denn reine Schulung. Schulung. Da werden Sachen von der 8. und 9. Klasse wieder durchgekaut. Ich bin nicht ohne Grund von der Schule gegangen, weil ich darauf keinen Bock mehr hatte, weil ich dann, wenn ich hinterhergekommen bin, oder ich habe mir gedacht, wozu brauchst du das oder das oder das zum weiterführenden Leben? Zum weiterführenden Leben brauche ich jetzt wissen, wie mache ich eine scheiß Steuererklärung, wie mache ich das mit den scheiß Steuern oder wie mache ich das mit der Versicherung oder sonst was. Da brauche ich doch nicht Graphen, Satz des Pygarro, Fick was auch immer, Kurvenberechnung. Digga, das brauche ich doch nicht.
Ganz auch, wenn ich fragen darf, was hat er gelernt beispielsweise für einen Schulabschluss? Hast du ja gerade selber fast schon angedeutet. Ich habe eigentlich keine Ahnung, gar keinen Schulabschluss eigentlich. Bin in dieser Klasse sitzen geblieben. Bei der Schule war für mich gar nichts. Da hat man einfach nur da gesessen, irgendeine Olle beim Quaddeln zugehört und eh nach 10 Minuten wieder abgeschaltet hat, weil es eigentlich ab dem Zeitpunkt mir überhaupt nichts mehr gebracht hat. Ja, Wozu dieses braucht man wirklich Schulische. Satz des Pythagoras und sowas alles? Wozu braucht man das, wenn es im wahren Leben einen nicht weiterbringt? Da braucht man eher Ja, andere Sachen, die da vermittelt werden das Schulsystem hat sollen. irgendwo schon eine gewisse Hinsicht, aber solche Sachen wie Dingsbums da hier brauchst du dann wirklich nicht. Ich meine, in manchen Situationen ein Teil davon schon, aber naja, aber ein Abschluss ist Ja, schon, oder sag ich jetzt auch. mal, irgendwo. Ach man, was ist denn jetzt mit meiner Stimme hier? Ist schon irgendwo, sage ich jetzt mal, wenigstens kleiner Anhaltspunkt, weil sonst bist du immer der Dumme, der irgendwo die Arbeit machen muss. Und dann heißt es, oh, guck mal hier, der hat nicht mal einen Schulabschluss. So, da wirst du immer gleich als so eine Fregatte abgestempelt, der aber gar nicht bist. Ne? Ich meine, was man letztendlich machen will und was nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich meine, ob man das jetzt dafür braucht oder nicht. Aber bist dann immer der Lückenbüßer für irgendwelche Arbeiten, die irgendwelche anderen Sachen nicht machen wollen. Florian, moin, moin. Musst du Ja, alles auf jeden Fall nachholen. jetzt. Mit 25 noch eine Ausbildung gemacht, okay? Ach, ich werde den Schulabschluss nicht nachholen, ich werde ihn wahrscheinlich auch eh nicht schaffen. Fehlt einfach wirklich die Interesse dahinter. Ja, ich Fehlt meine, da an jeder Stelle. Wenn ich wirklich irgendwann. den Schulabschluss nachholen sollte, dann müsste ich wieder bei 6. Klasse anfangen. Ja, Bin wieso? ich sogar noch weiter darunter. Hä? Wieso noch weiter drunter? Du bist doch jetzt nicht so blöde, auf Deutsch gesagt. Denkst du, ich merke mir die ganzen Rechenwege und so, die da alle vorgenommen werden? Denkst du, ich merke mir so einen Scheiß? Ja, das Wenn ist ich was alles. wissen will, was mal das und das plus das und das und das geteilt durch das und das, alles mir merke, die ganzen Rechenwege und Schritte, gib's einfach einen scheiß Rechner ein. Zum Beispiel. Gib dir einen guten Tipp, dann hol der ohne was schlechten Start ins Leben, ohne Abschluss. Gib dir einen Tipp, hole den Schulabschluss nach. Ja, ich meine, muss ja letztendlich jeder selber wissen, was er machen möchte und was nicht. Ich meine, wenigstens Abschluss wäre zwar schon gut, aber. Aha. Ich meine, du brauchst ja irgendwann mal einen Anhaltspunkt später, und zum Beispiel, wenn du mal sagen tust, du hast Familie oder so, dann heißt es auch, guck mal hier, der hat nicht mal einen Abschluss. Ne? Ich meine, da hast immer irgendwas, wo dir dann irgendwelche Leute oder Arbeitgeber oder sonst was immer auf die Füße legen können. Na, hier guck mal, der Dumme, naja, kein Wunder, der hat ja auch keinen Schulabschluss. So was hat er dann immer hingestellt. Mathematik ist ja nicht ausschlaggebend für den Abschluss. Ja, und was mit meinem Englisch? Ich bin froh, dass ich Tisch, Table hinbekomme und das war's dann, oder? Ja. Da bin ich What's froh, your dass es bei name? mir, bin ich froh, dass es bei mir das mit den Englisch nicht gewesen ist zu dem damaligen Zeitpunkt. Mein Ich hatte auch Englisch schon kennt. vorher Unterricht in Englisch und trotzdem habe ich da nichts mitgenommen. Bei uns war es immer so: Die Alte ist reingekommen, hat irgendwas, Hello hier, my name is bla bla bla. Und dann hat die ihren Kassettenrekorder hingestellt, hat irgendeine CD angemacht, hat uns Blatt ausgeteilt. So, nun kreuzte mal an. Mussten wir irgendwas von dem. Kein Ton irgendwie. Was wie, also wie damals, wie zum Beispiel in Deutsch. Zum Beispiel das Wort so und das, ne? Oder so, gar nicht. Klein. So kreuzte mal an, machte mal. So, da müsste man aus dem Kassetten, oder besser gesagt aus der CD heraushören, was die meint. Zum Beispiel, was weiß ich jetzt, Player oder was weiß ich, was ist in Englisch, keine Ahnung. Was kann man Ja, jetzt da als eine Beispiel Lehre nehmen? will ich machen. Will ich machen. Gerade Landschaftsbau, wie gesagt. Da fehlt aber aktuell der Führerschein und da werden mir auch Sachen einfach im Wege gelegt. Deswegen habe ich gesagt, du musst dir einen sagen, pass mal auf, Alter. Das haben zum Beispiel einmal Leute bei mir aus der Familie gemacht. Aber ich Eingeladen, habe ja auch. warte, da hat sich die Alte hingesetzt und hat sich die Fingernägel gefällt. Da fing die Person einfach an. Also, passen Sie mal auf. Ich komme hier geschniegelt und gebügelt. Frisch rasiert, frisch gekleidet, hier frisch geduscht und keine Ahnung was. Und sie sitzen hier ernsthaft da und wollen mir hier was allen erzählen. Ich habe 10 Jahre lang das und das und das gemacht. Ich weiß, dass ich daran Spaß habe, dass mir das Freude bereitet. Und letztendlich wollen sie mir jetzt hier irgendwie erzählen, ach, da müssen sie mal das machen, da müssen sie mal dies machen. Ja? Sie könnten meine Tochter sein, also halten sie mal ganz geschmeidig ihren Schnabel.
Draußen sitzen Leute, die sind schon früh um 8 besoffen. Denen gehen sie nicht auf den Sack. Die schicken sie nicht in irgendwelche Maßnahmen, Weiterbildung und sonstige Sachen. Ich, der hierher kommt, hier frisch gebügelt, die Alte war letztendlich froh gewesen, dass der wieder gegangen ist. Also diese Person. So, und dann hat die irgendwas gesagt, der ist aus der Tür gerade rausgegangen, hat die Tür wieder aufgerissen. Haben sie noch was gesagt? Soll ich noch wiederkommen? Soll ich noch mal von vorne anfangen? Ich habe noch ein paar Tabletten dabei, wenn sie möchten. Seitdem hat die Person, also die Arbeitsamtante, die Person nicht mehr eingeladen, weil die einfach sich nahezu voll hatten. Ne? Und die war irgendwas bei die 20, setzt sich hin, hat gar nicht zugehört, was der erzählt und hat sich die Fingernägel manikürt und gefeilt und gemacht, ja, da müssen wir mal gucken. Und hat irgendwas dann in ihren Computer reingeklimpert, wie der Fingernägel. Also der Herrscher war auch wahrscheinlich aus der Hose gibt. Ne? So und sowas, ne? Und für Sachen, wenn du hingehst und sagst, pass mal auf, Frau so und so oder Herr so und so, pass auf, ich will das machen, ich will jetzt meinen Führerschein machen, dass ich dann da und da wieder arbeiten kann. So, dann unterstützen die dich auch. Wenn du immer nur, ja, mach mal, ja, dann denken die auch, dass du bist das Arschloch, du, mit dem kann man es machen. Den stecken wir jetzt da rein, die stecken wir jetzt dort rein, mach doch das nicht, zack. Wenn du gleich von Anfang klipp und klar sagen tust, passen sie mal auf. Ich meine, ich war früher auch so. Passen sie mal auf, das und das. So, wenn du dem mit Argumenten gegenlieferst, dann klimpern die das auch so in ihren Computer rein. Dann würden die reinschreiben, ja, bemüht sich, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Führerschein, so, dann unterstützen die dich auch, dass du deinen Führerschein fertig hast. Und wenn du den dann fertig hast, dass du dann halt auch von diesbezüglich der Sache wegkommst. Wie zum Beispiel bei mir damals. Ich habe gesagt, pass mal auf hier, ich habe Arbeit, das, aber ich brauche irgendwie, ich habe keinen, ne? So, da habe ich damals auch das eine Auto gekriegt, wo ich sagen kann, okay, ich konnte zu der Arbeit hinfahren. Und war auch ganz gut gewesen. Ja. Ich habe vergessen, Job vom Arbeitsvermittler will ich auch nicht freiwillig machen. Ja, klar, aber trotzdem. Was ist denn das für eine Frechheit, sich da hinzusetzen und sich die Nägel zu manikieren? So, klar, die kriegen auch irgendwas vorgesagt, die müssen auch gewisse Sachen machen. Zum Beispiel, wenn Leute jetzt unter 20 oder so sind jetzt von der Schule raus oder was auch immer, dass die irgendwie, ne, Bildungsweg oder irgend sowas finden und so. Klar. Aber manche Maßnahmen, zum Beispiel Papier auflesen oder irgendwelche Sachen basteln oder so, finde ich nach meinem Geschmack her total behindert. Ne, das kann ich auch daheim machen. Oder das habe ich in der Grundschule gemacht, auf Deutsch gesagt. Ne? Also wenn ich jetzt mal so von mir ausgehe. So. Und wenn du einen Führerschein hast, bist du automatisch schon wieder viel, viel flexibler. Und in seinem Fall war das ja so gewesen, dass er gesagt hat, pass mal auf, du brauchst einen Führerschein, ich kann dich nicht immer abholen, dann kannst du bei mir weitermachen. Ne? Also von daher, statt sie einfach sagen, passen sie auf, unterstützen sie bei ihrem Führerschein, dass sie dann ihre Arbeit, die sie machen möchten, nachgehen können. Nee, kommen sie dir so, ach, wir drücken ihnen mal die Maßnahme rein, wir drücken mal die Maßnahme rein, wir drücken mal die. So wird das immer wieder gestoppt und so ziehen die das immer weiter in die Länge. So, irgendwann geht das dann vielleicht da, wo er das machen will, nicht mehr. So, dann hat er die ganze Zeit mit irgendwelchen sinnlosen Scheiß vertrödelt und hat aber nicht das, was er machen will. Und letztendlich stehst du dann da und bist total unzufrieden und unglücklich. Nur wegen irgendwelchen Dreck. So, wenn ich jetzt sagen will, ich will mir jetzt ein Haus bauen, dann baue ich mir ein Haus. Dann sage ich nicht an, ich fange jetzt an mit dem Keller. Und dann nach 5 Monaten fange ich mal an mit der ersten Etage. Nee, dann wird das einmal gemacht und fertig. Ja, wenn ich jetzt sage, ich will mir jetzt ein anderes Fahrwerk einbauen, dann baue ich nicht heute erst das erste Federbein ein. Oder das erste Federbein aus, 3 Monate später baue ich das erste Federbein ein, dann fange ich mit der nächsten Seite an. Ne? Ich meine, wisst ihr, was ich meine? Ich denke mal, ne? So, ich meine, wie viele Berufe habe ich schon irgendwo angefangen wollen? Oder angefangen, wo immer als erster Stelle die Frage kam, haben Sie denn einen Führerschein? Haben Sie denn einen PKW? Ach, haben Sie. Okay, alles klar, dann können wir Sie ja weitervermitteln. Gehen Sie mal da und dort und da und da und dort. Also ich kann da auch ein Liedchen davon trillern, wie sinnvoll es gewesen ist. Ich meine, klar, viele bieten auch, sage ich jetzt mal, Fahrservice an. Aber dann sitzt du in einem Bus mit 5 anderen Leuten. So, dann wird der da geholt, der da geholt, der da geholt. Dann kutschst du jedes Mal die ganze Strecke mit, bis alle eingestiegen sind in diesen Fahrunternehmen, Transport, nenne ich es jetzt mal. Und dann musst du die auch wieder wegbringen. Es ist nicht so, dass sie sagen, tun auch da ne, und so. Also das ist zwar auf der einen Seite, sage ich jetzt mal, praktisch für Leute, die jetzt noch keinen Führerschein haben. Aber auf der anderen Seite wird das erkennerisch. Also für mich wäre es persönlich gesehen nichts. So, und anstatt Leute zu unterstützen, deswegen habe ich zu ihm jetzt gesagt, pass auf, musst du ganz klar deine Regeln, ganz klar anpassen, so auf hier. Ihre Maßnahmen können sie sich hier an die Hutschnur nageln.
Das hat auch noch nichts mit an kein Interesse haben zu tun oder so. Weil du den gleichen Klippunkt auf Anfang sagst, passen Sie auf, ich habe keine Zeit für Ihre Maßnahmen. Ich bin froh, wenn mein Fahrlehrer mir einen Termin gibt für eine Fahrstunde, weil der halt so voll ist. Und sowas ist halt nun mal heutzutage voll mit Terminen. Und da musst du dich halt Jupp, an Termine halten. selbst der Fahrlehrer hat zu mir gesagt, gell, du könntest auch eines Tages mal Fahrlehrer werden. Wir haben sowieso hier einen Fahrlehrermangel, dass es wenige sind und jeder ist voll und ausgebucht. Hat er auch extra so schon zu mir gesagt. Und außerdem, nochmal mein Standpunkt zu, genau zu sagen, nach der Schule bin ich ja direkt in einen Bundesfreiwilligendienst gegangen, also Vikariat, Bundesfreiwilligenjahr. Jupp, da war ich ja sozusagen. auch auf der Freundschaftsinsel Potsdam, hat auch viel mit Gartenpflanzen zu tun. Und danach, wo die, sowohl ich Freiwilligendienst ja zu Ende war, bin ich direkt ja an den Galabau gegangen. Der Kontakt entstand ja durch meinen Vater, weil er hat einen da gekannt und der hat den gekannt und dann kam ich halt zu ihm in Kontakt. Und ja, man hat sich gut verstanden, es war ein kleiner Betrieb, Drei-Mann-Betrieb. Also er, zwei Arbeiter und ich war dann halt der vierte. Und das war wirklich schönes Klima und so. Und dann hat er wirklich leider außerhalb von der Stadt hier Aufträge bekommen. Und da kann er mich nicht jedes Mal abholen, deswegen konnte er mich nicht mehr weiter beschäftigen. Aber er hat gesagt, wenn du Führerschein hast, melde dich wieder bei mir. Ja, und das zieht jetzt schon ein bisschen hin wegen Corona, haben dann die Führerschein-Dinger da, die Ja, das ist ja. theoretische Prüfung-Dinger geschlossen und so. Da konnte ich Das ist ja die noch das ganze Nächste. Theorie nochmal neu machen und jetzt bin ich hier, wo ich jetzt bin. Oh, das ist ja das Nächste. Du musst dann das nehmen, was du kriegen kannst. Da kannst du nicht einfach sagen, ach ja, ich gehe in eine Maßnahme. Ist nicht. So, und das, was wir bei einem Dart gemacht haben, das finde ich schon wieder irgendeine Frechheit. Mit 26 war ich 6 Wochen arbeitslos. Lädt er mich von der AG vor und sagt, knallfrechner, bei Ihnen ist auch Hopfen und Malz verloren. Also, sowas überhaupt zu behaupten oder zu sagen, das ist ja schon allein. Na gut, die haben unter anderem nicht. Ich meine, klar, da kommen auch Leute rein, die sind natürlich schon gleich aggressiv und keine Ahnung was, ne? Aber wenn die solche Mitarbeiter dann, sage ich jetzt mal so, sich nicht sachgemäß, ne? Sollten sie mal bei mir machen. Habe ich denen aber ein ordentliches Ding gedrückt, dann. Ich will mich jetzt nicht als großer sonst was hinstellen, aber ich war froh gewesen, wo dann immer dieser Wechsel dann stattgefunden hat. Die wechseln ja zwischendurch dann immer die Arbeiter. Und diesbezüglich dann ich eine andere Person bekommen habe. Und dann, wo ich die andere Person bekommen habe, dann ist auch das so abgelaufen, wie ich das haben wollte. Sage ich jetzt mal so, ne? Ich konnte das machen, worauf ich Bock hatte. Oder nicht, wo ich auf Bock hatte, sondern. Und das hat mir auch hinterher was genützt. Ne? Und ich war, saß nicht wieder, weil dann der Arbeitgeber oder derjenige dann gesagt hat: Nee, du, pass mal auf, das klappt hier nicht. Aufgrund den und den und den Tatsachen. Stand ich wieder 3 Wochen später, auf Deutsch gesagt, wieder dann da. Weil Aber ich was bin nützt auch es dir denn? gespannt. Was nützt es dir denn, wenn du irgendwo reingesteckt wirst, wo du gar keinen Bock hast? So, dann quälst du dich immer auf Arbeit, hast gar keine Lust und dann, ja, du musst das machen, worauf du Bock hast und nicht das, was dir irgendeiner vorsagt oder was irgendjemand dir gibt oder, ne? Ich meine, das Leben ist kein Ponyhof, davon abgesehen, aber man hat ja heutzutage so viele Auswahlmöglichkeiten, dass man sagen kann, man kann das machen, was man möchte. Und sei es jetzt das oder das oder das, ist doch alles scheißegal. Man kann es machen. Und da sollte man das auch nutzen. So. Aber ich bin auch echt gespannt, ob es wirklich dieses Jahr bei mir hier noch klappt mit dem Führerschein. Denn ja, zum Chef hingehen. Gut, Ausbildung kann ich ja dieses Jahr nicht mehr anfangen, da bin ich zu spät wieder dran. Ne? Dann arbeite ich eben bei Ihnen erstmal unter Hilfe, ne? Hilfskraft. Kannst Bis du ja zum nicht dafür. nächsten Saisonstart halt. Da kann ich halt noch ein bisschen mehr Geld abstauben, bevor die Ausbildung dann losgeht. Dann Ja, kann ich mir auch Ausbildung schon musst du. den Scirocco finanzieren und und. Chirurg sagt schon, Ausbildung daran, so hast du dann nur ein Drittel von dem Geld. Hast du was, wenn es hochkommt, bei 400 Euro? Nee, der wird erstes Jahr war irgendwas mit 800 Euro. Ja gut, dann hast du aber. Ja, aber da versuche ich dann mit dem Chef zu reden, weil wenn das so alles kommt, ziehe ich ja mit meinem Vater hier aus dem Haus ja aus. Kann sein, dass es länger dauert oder nicht. Dann muss ich auch Miete für das Tiny House irgendwie ein bisschen da bezahlen mit. Und da reichen dann, sage ich mal, 800 Euro dann nicht wieder aus. Wenn man da ein bisschen mehr dann verdient. Dann muss man ja auch ja Strom, Wasser und sowas bezahlen. Darum geht es halt, ja. Und Heizung läuft dann per Strom, weil es hat ja keine Gastherme. Mit Strom. Ja, weil du hast ja keinen Gasanschluss oder sowas. Da hast du eine Klimaanlage und die Klimaanlage kann gleichzeitig heizen. Dann verbraucht ein bisschen. Naja, einfach mal abwarten, Tee trinken, was passiert, zwecks Führerschein und so.
Und dann mal gucken. Ja, Dieses das Jahr kenne ich klappt. noch. Das war mal auch sehr lecker gewesen. Das habe ich auch mal gefressen wie sonst was, ey. Könnte ich immer wieder mal essen. Na, jetzt bist du hier schon wieder oder was? Leck mich doch am Arsch. Man darf seine Ziele nicht aus den Augen verlieren, wenn es schwer erscheint. Ja, ich meine, wenn man Ja, was mein machen absolutes will. Ziel habe ich immer vor den Augen. Schönes Motorrad. Das ist wirklich ein schönes Ziel, einfach. Ja, ich sag mal so, wenn man sich halt wirklich was festsetzt, dann macht man, kann man das auch machen. Ne? Ich meine, darf man sich auch einfach nichts und niemanden aus der Bahn bringen lassen. Egal wie und was und wo. Wenn man der Meinung ist, das zu machen, wenn man darauf Spaß hat und Bock hat, dann macht man das halt einfach. Ne? Ich meine, ja. Ist halt natürlich, denkt Ich habe total eine falsch. Realitätsfremdheit, nur weil ich der Plan der Pläne erzähle, wie es hier schon alles ist. Was ist daran realitätsfremd? Ich habe schon meine Stelle, wo ich meine Ausbildung anfangen kann. Da brauche ich aber den scheiß Führerschein dazu. Also realitätsfremd. Ja, Naja, aktuelle Sachen, ey. lassen doch erstmal, vielleicht hat er wieder noch irgendwas dazu hinzufügen oder so. Vielleicht wusste er das ja nicht. Ich meine, also den Namen habe ich jetzt bis jetzt hier in der Hinsicht noch nicht gelesen. Deswegen, vielleicht kommt ja da noch irgendwas, vielleicht wusste er das jetzt auch nicht oder so. Also Wir immer haben die bist du ganze Zeit da. davon geredet, da war die ganze Zeit schon da. Ja, aber er wusste, vielleicht hat er es nicht verstanden oder so. Habe ja schon für eine Stelle für Ausbildung und so. Da fehlt halt wirklich nur der Führerschein. Haben Was wir die bringt ganze es Zeit, wir haben ja die dem ganze Chef, Zeit nur sage ich von. mal, wenn ich, sage ich mal, das ist ja halt eine duale Ausbildung vom Galabau. Wie soll denn mein Chef extra in Potsdam reinfahren, wo er dann im Stau und so hängt, mich denn abholen und dann zur Stelle bringen, die wieder außerhalb ist. Potsdam muss er einmal in Stau in der Stadt rein und vom Stau wieder aus der Stadt raus. Und irgendwo auf dem Land Richtig. oder so versucht er Bus und Bahn zu kriegen. Also, ja, versucht das. Das ist halt dann doof. Und außerdem, Busbahn, da gab es mal so eine kleine Sache in meiner Kindheit. Ja, da vertraue ich die Öffis nicht mehr. Da vertraue ich die Öffis nicht mehr. Nein, die Stelle ist nicht vom Amt gefordert. Die war schon vorher schon mit den Chefs im Gespräch da, bevor ich überhaupt beim Amt war. Das hat bei ihm quasi nur gescheitert, weil er keinen Führerschein hatte, weil der Chef ihn immer abgeholt hatte. So, und weil das immer zeitlich gesehen auch aufgrund von Termin nicht funktioniert hatte, aber er hat gesagt, du pass mal auf, ich kann dich ja leider nicht, ich kann dich nicht leider hier anstellen, ich kann dich nicht immer holen. So, darüber deswegen hin ist er überhaupt arbeitslos geworden, sonst wäre das Ganze nicht. So, Und und das solange die Stelle bei Arbeitsamt. Ihnen möglich ist, will ich bei Ihnen auch machen, weil keiner schöner Betrieb ist quasi wie eine kleine Familie quasi dort. Und nicht so Großbetrieb, wo man jeden Tag mit 10, 20 Leuten zusammen ist. Hat man seine kleine Runde, jeder kennt sich gut und fertig ist die Sache. Die Sache ist, dir muss es hauptsächlich Spaß machen. Du musst dich da wohlfühlen. Boah, Du. das war auch schön. Gut, es Ne? gab zwar Tage, da hat man überhaupt keinen Bock gehabt, aber wann gibt's die nicht? Das ist Auch wenn halt, der hat man die schönste Wahl Umfeld gerade, ist, ne? irgendwann kommt mal der Tag, irgendwann mal. Ja. Ist halt aber nur so. Solange du dich da wohlfühlst, ist das alles, ne? So und ja, aber durch Corona und Co. ist es halt ja ein bisschen schwieriger, als sich diesbezüglich da. Ja, so und das war nicht irgendwie vom Amt oder irgend sowas, ne? Also vom Amt würde ich mir keinerlei irgendwas aufschwatzen lassen. Weil die wollen dich nur irgendwie vermitteln, Hauptsache du bist wieder von dem Amt weg, mehr nicht. Aber das nach deinen Interessen oder so fragt da keiner. Deswegen muss man da knallhart die Standpunkte, die man machen will oder worauf man Bock hat, einfach festlegen. Wenn ich auf Deutsch gesagt jetzt sage, ich will jetzt ob mich auf den Markt stellen und nackt in den Sack hüpfen, dann und ich habe darauf Bock, dann will ich das machen. Sack Und hüpfen. ja. Jetzt mal so als krass gesagt, so als Beispiel, dann will ich das machen, wenn es mir halt, wenn es das halt mir Spaß macht und das halt auch was bringt, also finanziell sage ich jetzt mal so, dass es dich halt zum Überleben bringt, dann halt warum nicht, ne? Ich meine, es gibt auch Leute, die haben gesagt, pass auf, ich will jetzt Pfandflaschen sammeln, jahrelang und haben sich dann davon irgendwas gekauft und jetzt Jupp, mal da so gab's krass ja auch mal gesagt. so hier dieses Wacken-Festival oder sonst was. Hat ja auch immer. Ihn hat immer Pfandflaschen gesammelt und konnte sich damit am Ende Wohnmobil kaufen. Ja, siehst du? So als Beispiel. Moin, moin. Deswegen, ich. Ja. Ich meine, manche Leute wissen halt wirklich nicht, was sie so machen wollen, was sie tun wollen, wie auch immer. Und von Ja, daher. ich habe schon einen Weg, den ich gehen will, aber
Führerschein in 2 Wochen ist hier nicht möglich. Wie gesagt, alles voll. Und eine Lehre kann ich bei Ihnen nicht anfangen ohne Führerschein, weil, wie gesagt, deine Stellen sind hier weiter weg. Da kann ich mich nicht jedes Mal abholen. Und wenn ich, sag ich mal, eine Woche, sag ich mal, bei Ihnen bin und eine Woche mal in der Schulung, da kann er mich doch nicht jeden Monat mal, sag ich mal, 2 Wochen freistellen. Das geht ja auch nicht. Ja, da muss ich ja dann schon diesbezüglich auf dich verlassen können. Deswegen ist ja Grundvoraussetzung gewesen der Führerschein. Deswegen, ja. So, und die kannst du ja auch nur, eine Lehre kannst du ja auch nur anfangen. Das ist ja dann auch eine Klausel, weil du hast ja wieder, wie du hast es gesagt, ist die, er hat außerhalb betriebliche Arbeitsstellen, sagst du mal jetzt. Ja, mal war es hier in Potsdam drinne, ne? Und mal außerhalb. Aber das, was hier, sag ich mal, in Potsdam drinne ist, oder wo der Weg hier sich angeboten hat, hier durchzufahren und mich abzuholen, die Stellen sind abgeschlossen. Naja, gut, es ist, ich meine, er muss ja in dem Fall das an Aufträgen annehmen, was er kriegen kann. Da kann er nicht sagen, pass auf, ich fahre jetzt mal 6 Kilometer nur, um dich zu holen. Das geht ja nicht. Das ist ja auch seine Zeit und sein Sprit und alles. Das kriegt er ja dann genau, hinterher auch nicht gut geschrieben. Genau, vor allem dieser LKW, der verbraucht wahrscheinlich nicht gerade wenig. Naja, gut, ich meine, ein bisschen Diesel, ich meine, da kann man bestimmt irgendwie. Ja, ich glaube, das Ding verbraucht schon seine knapp 20 Liter. Ist schon ja, aber trotzdem. Etwas größeres. Ja, trotzdem, er kann dich ja nicht immer, einsammeln. Das funktioniert ja nicht. Gerade wenn du sagst und tust. Er muss bei dir Potsdam reinfahren, dann steht er in den Stau. Er kommt ja auch mit seinem Termindruck dann durcheinander. Ich meine, er muss ja auch seine anderen Leute beschäftigen und machen. Das Blödsinn, Dave. Sag mal für dich zum Mitschreiben. Gut, zur Berufsschule fahren, da braucht man keinen Führerschein. Da kann man auch mit die Öffis hinfahren. Ja, aber man hat ja ein Duales. Man ist ja nicht nur in der Schule. Man ist auch mal auf der Baustelle. Und wenn die außerhalb ist, versuch da erstmal mit Bus und Bahn hinzukommen, wenn da überhaupt keine sind. Versuch das erstmal. Ja, zumal wenn es irgendwelche Aufträge zum Beispiel mal auf dem Land sind oder so. Mhm. Oder dann mit dem Auto gerade so hinkommst. Ja gut, es gibt zum Beispiel Wege, zum Beispiel wo ich mit dem Fahrrad nach Neufahrland, da komme ich ja hin mit fast eine Stunde, ja, ist ja, 20 ist ja egal, Fahrzeit wo das mit ist. Fahrrad. Da komme ich gut hin. Oder auch nach Michendorf. Da komme ich ja gut hin mit dem Fahrrad. Weil da ist ja schön ausgebaut. Aber es gibt auch schöne Stellen, wo es gar nicht ausgebaut ist, wo du mit dem Fahrrad gar nicht hinkommst. Oder auch zum Beispiel von meinem Standpunkt aus. Zum Beispiel nach Dings hier Hohenlohe bis ein Altenzentrum. Ja, da hat er ein großes Projekt gehabt. Und da mit dem Fahrrad hinzukommen, würde mich 3 Stunden dauern. 3 Stunden. Und da fährt er immer eine Autobahn normalerweise um Potsdam rum, dass er ja nicht in Stau ist. Und um mich abzuholen, muss der an der Autobahn runterfahren, schön in den Stau, mich abholen, weiter in den nächsten Stau und weiter auf der Landstraße fahren, um dahin zu kommen. Das hat ihn schon angekotzt. Zumal hätte er es ja gar nicht machen müssen. Er hatte ich ja schon immer eine ganze Ecke immer abgeholt. Baumaschinen muss ich nicht bewegen. Da gibt es nur einen Radlader und einen Bagger. Boah, mehr gibt es da, sag ich mal, Baumaschinen nicht. Ja, dafür brauchst du aber auch einen Schein, sage ich jetzt mal so, um dieses überhaupt bedienen zu dürfen. Ja, aber der Chef hat da einen Schein. Die 2 Kollegen haben da einen Schein. Ich kann den ja irgendwann mal machen. Ja, das ist ja nicht zwingend erforderlich. Ja. Fakt ist auf jeden Fall, dass du halt einfach nur, um halt den Arbeitsort überhaupt zu erreichen, erstmal irgendwie einen bewegten, befahrbaren Untersatz brauchst und da kommst du dann nicht mit Fahrrad oder Bahn halt einfach dahin. Klar, von Dave ist es auch richtig, wenn es halt heißt, aber wenn er halt schreibt, es steht nirgendwo geschrieben, dass du einen Führerschein besitzen musst. Aber wie willst du sonst zu diesen Arbeitsstellen ja dahin kommen? Also musst du ja irgendwie einen Führerschein dann haben. Ist ja dann, bringt ja da nichts. Radlader ist selbstfahrendes Arbeitsgerät, was heißt denn das jetzt genau? Haben wir da nicht einen Radladerschein irgendwie? Da war doch was, oder? Ich glaube, nur für Bagger brauchst du ein Dings. Separat für Bagger. Keine Ahnung, deswegen fall mich gerade das. Ich drehe einmal dran und gewinne gleich 2000, geil. Automatensucht kommt bei mir wieder durch. Oh, nochmal gewonnen. What? Was ist denn hier los? Hey, wo ist mein zukünftiger Chef jetzt verantwortlich, hä? Der Chef ist für gar nichts zuständig, also höchstens, weil ich für ihn arbeite, aber jetzt bin ich gerade nicht bei ihm, weil ich den Führerschein brauche. Der Führerschein hat sich jetzt halt hinausgezögert wegen Corona-Morona. Dann kam es dazu, weil ich einmal zu Unrecht durch die Prüfung gefallen bin, hab einen Auffahrunfall verhindert. Also ein anderer wäre mir raufgefahren. Da musste ich halt das Tempo erhöhen, dass er sich hinter mir einordnen konnte.
Und nach dem Prüfer war ich zu schnell, weil ich den Unfall halt verhindert habe. Quasi hatte der, der neben mir sich einordnen musste, ne, auf der Auffahrt, hatte eindeutig Vorfahrt Gewehrenschild. Aber der hat dieselbe Geschwindigkeit wie ich drauf gehabt und so, und irgendwann ist auch seine, Fahrding sag mal zu Ende. Ja, hätte ich gebremst, wäre ich auf einer Autoauffahrt 20 lang getuckert. Ja, das tut man nicht. Deswegen ein bisschen schneller gefahren, dass ich hinter mir einordnen kann. Durchgefallen. Warum auch immer. War ein Arschlochprüfer. Beim zweiten Mal, wo ich durchgefallen bin, gut, da gebe ich dem recht. Das war eine blöde Situation. Ampel, ich habe mich vorgetastet, musste ja nach links abbiegen. Und da kam halt die ganze Zeit Verkehr. Und dann ist kein Verkehr gekommen, bin losgefahren. Ich war mit der Fahrerfront schon über der Ampel drüber. Ich konnte die Ampel ja nicht mehr einsehen, ob sie auf Rot schaltet. Der Fahrprüfer konnte hinten schon sehen. Und er hat gesehen, dass ich dann über Rot gefahren bin. Ja, war fahren über Rot. Naja. Naja, grundsätzlich standest du aber schon überhalb der Ampel, also überhalb der Haltelinie von dieser Ampelanlage. Ja, nee, die, kannst du so sagen, die Hälfte des Autos war über der Linie, die andere Hälfte des Autos war hinter der Linie. Trotzdem bist du mit der Schnauze. Wenn der Fahrprüfer sieht, dass er über Rot fährt, ist es schon fahren über Rot. Es wird auch extra so in der Theorie schon gesagt. Gut, bei mir war das anders. Bei mir gab es deswegen ja extra die Haltelinie. Oder besser gesagt, diesen Strich auf dem Boden unten. Du musst ja dann auch im Verkehr fortlaufen. Deswegen hast du dann auch die Haltelinie vorne dann noch einmal, wenn du jetzt links abbiegen oder rechts abbiegen willst. So dass du dich bis davor, dass du davor fährst. Ja. Aber gut, das ist denke ich mal ein bisschen anders. Ja, aber bei Führerscheinprüfung, ne? Bei Fahrlehrer. Schon gesagt, das zweite Mal, das war scheiße von dir und so. Ja, aber es heißt ja nicht umsonst, alle guten Dinge sind drei. Ja, strengst dich beim dritten an und fertig. Ja. Ja. Wenn ich sehe, halt die Kreuzung ist voll, dann bleibe ich automatisch eigentlich an der Linie stehen. Also dann fahre ich nicht noch mit, dann schiebe ich mich nicht noch mit nach hinten durch. Das heißt, ich zum Beispiel immer auf einer Kreuzung. Ich stehe jetzt auf einer Kreuzung, ne, auf einer so Dings, und da gibt es immer Autofahrer, die sich immer wieder vordrängeln. Der Form. Dave? Durchgefallen ist nicht schlecht durchgefallen. Zum Beispiel, wie es bei mir ist, sowas rechtsfertig, ne? Wo selbst der Fahrlehrer dagegen ist. Dann kann der Fahrlehrer einen Einspruch erheben, natürlich mit meiner Erlaubnis und so. Und das geht dann bis zum Dekra-Boss fürs Viertel, der zuständig ist, hoch. Bis die Prüfung entweder doch noch toleriert wird, dass du den Führerschein bekommst, oder dass die Prüfung kostenlos nochmal gemacht wird, ohne Wartezeiten. Aber bei mir ist halt natürlich die blöde Situation gewesen, der blöde Boss ist im Urlaub und der steht auch kurz vor seiner Rente. Und da ist es wahrscheinlich eh klar, dass er nicht mehr wiederkommt. Ja, da muss erstmal wieder ein neuer Chef gemacht werden und. Und da muss man natürlich Monate warten. Ja, und da hat